Mein Name ist Achim Himmelreich von Möckel Sturm und Partner. Ich habe heute Ehre, Sie durchs Programm führen zu dürfen. Und es wird kein gewöhnliches Panel sein, das werden Sie merken. Es ist eigentlich dreigeteilt. Nach einem kurzen Impulsvortrag, der ins Thema einführt, von meinem Kollegen Axel Meiling, der auch kein normaler PowerPoint-Vortrag sein wird, sondern lassen Sie sich da überraschen. Auch was Innovatives haben wir einen Pitch. Und zwar von vier der interessantesten und wichtigsten Player auf dem jungen deutschen Social-TV-App-Markt, beziehungsweise ergänzt um einen Schweizer Mitspieler. Und dann sehen Sie auch gleich, in diesem Zusammenhang haben Sie die Laserpointer, die vor Ihnen liegen. Denn ein Pitch, der jeweils 90 Sekunden dauert, bevor der losgeht, erläutere ich es nochmal en Detail, der muss natürlich bewertet werden. Und dann werden Sie hier auf dem großen Screen etwas finden, wo Sie dann mit dem Laserpointer hindeuten können. Und dann wird logischerweise der Sieger des Pitches gekürt. Nach dem Pitch geht es dann ins Panel, dann sind wir ungefähr bei der Halbzeit. Der Sieger des Pitches kommt auch aufs Panel und dann werden wir die Panelisten vorstellen und ins Thema eingehen. Und was für ein Thema haben wir heute hier? Social-TV-Apps. Eigentlich ist das jetzt was Neues, aber es ist Teil einer etwas größeren Geschichte, die ich nennen würde, dass in den letzten 10 Jahren haben wir endlich begriffen, wie das vernünftige Verhältnis zwischen Technologie und Sozialem ist. Eigentlich hätten wir das schon lange begreifen können, denn die Erkenntnis ist 2500 Jahre alt, als Aristoteles den Menschen als Zoon Politikon, sprich als soziales Wesen bezeichnet hat. Und die Technologie sollte eigentlich diesem Sozialen dienen. So kann man schon vor 2500 Jahren nachlesen. Das hat sie nicht. Ich habe das auch am eigenen Leib erlebt. Als ich studiert habe, gewiss schon ein paar Jahre her, war ich einer der Ersten, die sich ein Modem bestellt haben, Akustikkoppler. Eine Woche später, so war das damals mit der Datenfreigabe, wurde ich angerufen von einer Vertriebsdame. Und die wollte mir natürlich was anbieten. Was meinen Sie, was das war? Junger Mensch, Student, einer der ersten Akustikkoppler. Es war eine Partnervermittlung. Weil das war die Idee, die es damals gab, ganz einfach. Technologie vereinsamt den Menschen. Und wir haben es jetzt begriffen, Facebook sei Dank, als größten Player, dass Technik dann wunderbar funktioniert und auch wirtschaftlich Erfolg haben kann, wenn sie dem Menschen dient und seiner sozialen Natur hilft. Und eigentlich das sozialste Medienereignis, was es gibt, ist immer noch Fernsehen, weil Fernsehen das mit dem höchsten emotionalen Involvement ist. Auch früher zu meiner Zeit hat man eben über, hat man über Dallas und Denver Clan gesprochen und ob man eher Bobby Ewing oder J.R. Ewing Fan ist. Und heute gibt es da noch viel interessantere Formate mit höherem Involvement. Also Fernsehen ist eine genuin soziale Geschichte. Und die binden wir jetzt mit dem Second Screen sozusagen ein. Darum wird es heute gehen. Vielleicht werden wir auch ein paar Neuschöpfungen haben, indem wir ein Second Screen Commerce haben oder ein Companion Device Commerce. Das werden wir dann vielleicht sehen, dass hier ein paar geflügelte Worte auch rausgehen. Gut, das soll es der Vorrede sein. Dann begebe ich gleich an meinen Kollegen Axel Meiling. Er stellt ein paar Dinge vor aus einer Studie, die wir gemacht haben. Ein Abstract der Studie, als auch einer anderen verwandten Studie, finden Sie hinten am Ausgang. Also wenn die Geschichte vorbei ist, bedienen Sie sich da einfach. Das geht dann noch etwas tiefer als die paar Minuten, die Herr Meilinger zur Verfügung hat. Axel. Danke, Achim. Ein ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite, Ihnen allen hier im Saal. Mein Name ist Axel Meiling, wie Herr Himmelreich mich schon vorgestellt hat. Ich bin Principal bei Möckel Sturm & Company, verantworte das Competence Center New TV, wie wir es nennen, mit 10 Kollegen, die sich mit dem Thema befassen. Und einige dieser Kollegen, die heute auch hier sitzen, haben seit Monaten das Thema Social TV und Social TV Apps betreut, beackert, durchforstet. Wir haben da mit ganz vielen Akteuren in der Branche gesprochen, die wir auch erstmal ausgraben mussten. Es ist wirklich ein neues Thema. Aber es war eine Frage, die uns ständig wieder begegnet ist. Wissen Sie was? Was ist eigentlich Social TV? Jeder, das war immer die erste Frage. Man musste erstmal so, ja, also wir sehen das so und wir sehen das so. Ich möchte das jetzt hier für diesen Raum und für diese Zeit, wo wir hier zusammensitzen, auch definieren, um das hier in der Diskussion zumindest dann zu klären. Ich habe jetzt keine Beraterfolien vorbereitet mit irgendwelchen Barcharts. Damit möchte ich Sie um diese Uhrzeit
nicht mehr langweilen. Ich möchte Sie unterhalten. Wir haben ein kleines Video gebaut, was ich Ihnen jetzt hier vorstellen möchte. Das ist Familie Meier. Bis vor ein paar Jahren haben Herr und Frau Meier gemeinsam mit ihren Kindern Tim und Lisa abends vor dem Fernseher gesessen und sich köstlich amüsiert. In den letzten Jahren hat sich einiges geändert. Nach ewigen Streitereien um das Fernsehprogramm bekam Tim einen eigenen Fernseher für sein Zimmer, auf dem er nun seine Sitcoms schaut. Lisa bekam einen eigenen Fernseher für ihre zahlreichen Castingshows. Herr Meier zog in den Hobbykeller, um sich den Sportkanal anzuschauen. Und so konnte Frau Meier schließlich im Wohnzimmer ungestört ihre Krimis schauen. Im Hause Meier gab es nun keine Streitereien mehr, doch leider auch viel weniger Spaß. Während Tim eines Tages seine Lieblings-Sitcom schaut und dies unbedingt in seinem Facebook-Status posten muss, sieht er, dass sein Kumpel Lars in die gleiche Folge eingecheckt ist. Check-in? Tim fragt sich, was das sein soll, und ruft Lars sofort an. Der erklärt ihm, dass es Apps zu TV-Inhalten gibt. Damit kann man sich in bestimmte Sendungen einchecken und dies über Twitter oder Facebook posten. Ja, genau, Dankeschön. Vielen Dank. Dieses Video ist im Rahmen unserer Studie entstanden, wo wir halt Apps aus Deutschland, aus England, aus den USA verglichen haben. Wir haben die Werbemodelle analysiert, wie wird in den USA geworben, wie wird in Deutschland geworben, wie wird in England mit Social-TV-Apps geworben. Wir haben die Apps ausprobiert, selber erlebt, die Audio-Recognition, dass man das Fernsehprogramm belauschen kann, dadurch erlebt. Und was wir auf alle Fälle festgestellt haben, ist, dass unserer Meinung hier nicht die berühmte weitere Sau durchs Dorf getrieben wird. Es ist definitiv ein neues Fernseherlebnis und es wird nachhaltige Auswirkungen auf das TV-Ökosystem haben. Sie sitzen alle hier, weil sie wahrscheinlich ähnliches Bauchgefühl haben. Warum glauben wir daran? Wir sehen ganz klar vier Trends, die darauf einzahlen. Erstens Second Screens. Gerade die aktuelle Bitkom-Studie gelesen, 3,2 Millionen Tablets allein in 2012 verkauft. Über 20 Millionen Smartphones im Umlauf. Und ich glaube, jeder, der so ein Gerät benutzt, ich gehe mal davon aus, 100% hier im Saal, wird die Erfahrung gemacht haben, wenn er vorm Fernseher sitzt, oh, ich gucke mal bei Wikipedia oder IMDb, welcher Schauspieler hier mitspielt, ich gucke mal in meinen Facebook-Account rein. Das ist Alltag. Und dieser Alltag wurde auch mittlerweile in verschiedenen Studien nachgewiesen. Die parallele Nutzung nimmt definitiv zu. Und das wissen wir alle, weil wir es nämlich alle selber machen. Der dritte Trend ist, dass die sozialen Netzwerke schon da sind. Also man muss nichts Neues erfinden. Facebook ist da, die Leute sind miteinander schon verknüpft. Die Basis ist da, auf die Social-TV-Apps aufsetzen können. Und das vierte, was wir beobachtet haben, was eigentlich schon ein Ergebnis dessen ist, ist, dass das Geld dem Interesse des Nutzers folgt, denn sukzessive werden Werbeerlöse vom klassischen TV in Richtung Online und in Richtung Social TV geschoben. Darum glauben wir daran, dass es einen Effekt haben wird, aber das Geld, dass es weggeht, es bietet aber auch Chancen. Und da bin ich nachher auch gespannt, was das Panel dazu sagt. Es bietet Chancen für die verschiedenen Akteure, für Sender. Was ist der Vorteil für die Sender? Zuschauerbindung. Wenn ich ein Format habe, Germany's Next Topmodel, ich habe eine App dazu, das bindet den Zuschauer dran. Ich bin involviert, zusätzliche Werbeerlöse auf den Second Screen zu schieben. Die klassischen Plattformanbieter, also die Kabelnetzbetreiber, die IPTV-Anbieter, sehen wir, ja, könnte attraktiv sein, es würde die Plattform aufwerten, ist aber nicht so das Entscheidende für sie. Ganz anders die Marken, die BMWs, die Toyotas, die VWs, die Coca-Colas, die können plötzlich
ja, es ist nicht mehr dieser Broadcast-Modus, wir schreien mal raus in die Welt, dass wir ein tolles Auto haben. Nein, sie kriegen plötzlich Feedback. Es gibt plötzlich Interaktion. Ich will nicht sagen Dialog, aber Interaktion. Ich kann plötzlich Werbewirksamkeit zumindest messen an Interaktion. Und die vierten, die auf dem Markt sind, natürlich die App-Hersteller, die relativ in diesen jungen Markt reindrängen, weil da das ist eine grüne Wiese, die dort ganz innovative Konzepte plötzlich präsentieren, die wir vorher noch gar nicht so gesehen haben und die mit ihrer Flexibilität mit Sicherheit auch Dienstleister für die anderen drei Player im Markt sein könnten. Weiterhin, was haben wir auch beobachtet, völlig neue Werbeformen, die wir auch so noch nicht gesehen haben. Ich meine, Sponsoring gab es schon immer, aber wie sieht Sponsoring dort aus? GetGlue in den USA machen einen ganzen Hype um einen Super Bowl oder einer MTV Music Awards mit Shows vorher, wo man sich einchecken muss, damit man während des Super Bowls bei der Werbung überhaupt am Gewinnspiel teilnehmen kann. Und der Kunde folgt dieser Story. Er checkt sich ein, er guckt, checkt sich wieder ein. Es funktioniert. Oder Wiggle zum Beispiel in den USA. Da ist es so, ich muss mich auch nachweislich einchecken, dass ich jetzt eine Sendung geguckt habe, das erkennt die App. Aber da wird es plötzlich real, es werden Vouchers ausgeteilt, mit denen ich zu Starbucks gehen kann und mir einen Kaffee holen kann. In England, zum Beispiel Zeebox, die mit der Recognition des TV-Programms mir plötzlich Einblendungen bringt, sogenannte Z-Tags zu den Sendungen, die jetzt anscheinend auch die Aufmerksamkeit der Großen erregt haben. 20% ist B-Sky B dort eingetreten. In Deutschland derzeit noch klassische Modelle, Bannerwerbung in den Social-TV-Apps, Affiliate-Werbung, ja, Leiten von der Social-TV-Apps in die Shops, aber noch nicht personalisiert. Social-TV hat Potenzial, GetGlue 30 Millionen Nutzer, Wiggle 1 Million Nutzer in 6 Monaten. In Deutschland ganz eindeutig noch in der Anfangsphase. Und ich freue mich ganz ehrlich auf ein ganz spannendes Podium mit Diskussionen zu Chancen, zu Risiken, zu Stolpersteinen. Ja, was bremst im Moment noch? Was treibt uns hier in Deutschland beim Thema Social TV Apps? Und damit gebe ich an meinen Kollegen Achim Himmelreich. Vielen Dank. Genau. So, dann kommen wir jetzt in Teil 2, den Pitch. Da müssen wir auch zugeben, die Struktur des Pitches ist jetzt keine Innovation von uns, sondern da haben wir abgeschaut, und zwar abgeschaut von Sequoia Capital, die das schon seit über einem Jahrzehnt machen, wo auch sich Firmen in 90 Sekunden ohne Hilfsmittel durch die reine Kraft des Wortes und des Gedankens vorstellen müssen. Aus diesen Pitches in Kalifornien bei Sequoia sind unter anderem Cisco und Google und noch andere hervorgegangen. Schauen wir mal, ob wir das heute wiederholen können. Der Ablauf wird wie folgt sein. Ich werde die Vertreter der Firmen von Couchfunk, Tweak, Weidu und Savitano nacheinander auf die Bühne bitten. Sie müssen alleine durch die Kraft des Wortes, durch das Mikrofon, sie überzeugen. Meine Kollegin Elena Soini wird die Herrin über die Zeit sein und den Countdown von 90 Sekunden per iPad dann überwachen. In den ersten Reihen wird man das auch sehen können, hinten vielleicht nicht mehr, aber Sie bekommen es mit. Und nach 90 Sekunden ist die Geschichte rigoros zu Ende. Wenn die vier dann ihre Reden hinter sich gebracht haben, dann werden wir, wie gesagt, die Abstimmung machen. Dazu können Sie dann Ihre Laserpointer hervorheben und Sie werden dann oben jeweils die Fläche sehen, auf die Sie dann pointen wollen und den Sieger Ihrer Wahl küren können. Gibt es dazu Fragen? Keine Fragen? Dann hoffe ich, dass das alles verständlich war. Und dann darf ich als Ersten den Utz Kretschmer von Couchfunk nach vorne bitten. Ja, ganz nach vorne. Willkommen. Dankeschön, Herr Himmelreich. So, dann sage ich jetzt, es geht los. Ja, ein Hallo von meiner Seite in die Runde. Ich freue mich, Ihnen heute Couchfunk als die führende Social-TV-Community in Deutschland vorstellen zu können. Wir sind im Oktober letzten Jahres gestartet, mittlerweile auf 5 Plattformen unterwegs, iPhone, iPad. Wir haben eine fantastische Android-App, sind natürlich im Web vertreten,
und seit neuestem auch im Windows Art Store, der ja morgen offiziell gelauncht wird. Wir sind da sehr gespannt, wie sich das entwickelt, das Ökosystem von Microsoft. Neben unserem fantastischen Couchfunk Social TV Community haben wir auch Fußballfunk, der erste Social Live Ticker überhaupt in Deutschland, der exzellent angenommen wird. Und ich lade Sie heute ein, mit mir zusammen auf dem Podium zu erfahren, was sind unsere Ideen und was ist unsere Herangehensweise an das Thema Social TV. Wo sind unsere Stärken? Wir haben eine exzellente technische Delivery. Wir machen Rapid Client Development. Ich lade Sie ein, mit mir zu diskutieren und zu erfahren, wo wir mit unserem Angebot vielleicht auch Sie in Zukunft unterstützen können. Recht vielen Dank. Prima, damit haben Sie schon mal eine Zeit gesetzt, 76,1 Sekunden. So, als nächster an der Reihe ist Herr Marcel Duyer von Tweak. Willkommen. Danke. Es geht los. Ja, hallo, mein Name ist Marcel Duyer. Ich bin einer von drei Gründern von Tweak. Tweak ist ein Entertainment Guide, der Inhalte aus unterschiedlichen Quellen zusammenbringt. Und zwar sind die Quellen zum einen das Live-TV, Mediatheken, Catch-up, Online-Video und Video-on-Demand. Unsere Zielgruppe sind Leute, die mit Linear-TV groß geworden sind und heute verloren sind in der Masse an Inhalten und der Fragmentierung der verschiedenen Zugänge. Wir haben über 1500 Web-Online-TV-Portale in Deutschland allein. Wir haben hunderte von Apps. Wir haben ein On-Screen-EPG auf dem Fernseher, der uns immer noch sehr an Excel erinnert. Und all dieses kommt auf mich zu als Nutzer, wenn ich mich abends auf die Couch lege und eigentlich möchte, dass die besten Inhalte zu mir kommen und nicht andersrum. Ich möchte nicht aktiv danach suchen, sondern sie sollen zu mir kommen. Und mit Tweak wollen wir zwei Probleme lösen. Zum einen, welcher Inhalt ist jetzt meine Zeit wert? Und zum anderen, wo kann ich ihn bekommen? Das heißt, wir verlinken zu dem legalen Inhaltsanbieter auf der jeweiligen Plattform. Wir haben dabei, nutzen wir einen Big Data Ansatz, um quasi eine Personalisierung des Programms herzustellen, den ersten Schritt zu einem personalisierten TV zu gehen. Wir haben zum einen Empfehlungsdatenpunkte und Konsumdatenpunkte. Empfehlungsdatenpunkte bekommen wir von Moviepilot, IMDb, Rotten Tomatoes, Konsumdatenpunkte von Shazam, Netflix, Satu und anderen. Wir sind auf dem iPad, auf dem iPhone in Deutschland und UK. Vielen Dank. Super, vielen Dank. Sie haben die Zeit ausgenutzt, genau. So, er erhebt sich schon. Herr Leon Müller von Weidu ist der Nächste, der an der Reihe ist. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. So. Ja, mein Name ist Leon Müller und ich bin froh, dass ich heute hier zu Ihnen sprechen darf. Wir waren mit Weidu Ende 2010 die Ersten in Deutschland, die eine Social-TV-App gemacht haben. Das war am Anfang ein bisschen haarig, ja? Also keiner wusste, was damit anzufangen. Im April hat uns Apple dann promoted als iPhone-App der Woche. Das haben wir dann auch gemerkt. Wir haben letzte Woche endlich mal die 100.000 Download-Schwelle überschritten. Wir haben eine iPhone-App, wir haben eine iPad-App, eine Windows-Phone-App. Wir haben leider keine richtige Android-App. Das liegt daran, dass wir so ein bisschen Entwickler-Kapazitätsprobleme haben. Was hat uns getrieben am Anfang? Uns hat getrieben, die Frage, kann man die deutsche TV-Landschaft verändern, indem man eine alternative Quote misst? Ich denke, Sie werden alle wissen, wie die Quote in Deutschland gemessen wird. In 5.600 Haushalten stehen Geräte, dort sitzen Menschen, die klicken, was sie gerade sehen. Und das ist repräsentativ für alle in Deutschland. Das sehen wir ein bisschen anders. Ich glaube, dass man das in Zukunft anders gestalten kann, dass das iPhone, dieses kleine Smartphone dazu in der Lage ist, das zu verändern. Und die Werbegelder, die im Großen und Ganzen den großen Sendern zugutekommen, auch den kleinen zuleiten kann. Weil wir glauben, dass der Content entscheidend ist und nicht der Sender, der ihn ausstrahlt. Und ich glaube, dass das eine Veränderung sein wird, die Social TV mit sich bringt. Die großen Sender, die da ein bisschen restriktiv sind, das haben wir in vielen Gesprächen lernen müssen, werden umdenken müssen und die kleinen Sender werden davon profitieren. Und darüber würde ich heute gerne sprechen. Vielen Dank. Dankeschön. 4,5 Sekunden vor der Zeit. Und okay, last but not least kommt Dr. Marc Mugalle von Zapitano. Willkommen. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin Marc Mugalle, einer der Gründer von Zapitano. Mit Zapitano verfolgen wir das Ziel, Fernsehen wieder sozial zu machen, Fernsehen zu einem permanenten virtuellen Public Viewing zu erweitern. Nun, Sie haben jetzt drei gehört,
Was macht Zapitano anders? Was macht Zapitano vor allen Dingen besser? Im Vergleich zu Weidu fokussieren wir ausschließlich aufs Fernsehen, weil wir sagen, der User muss wissen, wofür wir stehen und dafür braucht man eine klare Positionierung. Im Vergleich zu Tweak fokussieren wir weniger auf die Recommendation, die haben wir auch, aber uns geht es um die Fokussierung auf lineares Fernsehen, denn nur das schafft letztlich den Gesprächsstoff, den man zum Beispiel am nächsten Tag auch in der Kaffeepause braucht. Im Vergleich zu Couchfunk fokussieren wir darauf, einen eigenen Stream aufzubauen und jetzt nicht die Twitter-Sachen zu aggregieren. Das ist wesentlich schwieriger, dauert wahrscheinlich auch länger, aber nur das schafft dann wirklich die Interaktion zwischen den Usern. Und letztlich wollen wir ja wieder Fernsehen zu einem sozialen Event aufbauen und dafür brauchen wir das. Daneben bieten wir eine Reihe von weiteren uniken Features an, beispielsweise Zugriff auf unsere Star-Datenbank. Wir haben Gamification eingebaut, das heißt, die User können aufsteigen über den Kabelträger bis hin zum Fernsehguru. Und letztlich bieten wir auch Shoppingfenster für jede Sendung an. So, und unsere Mission ist es eben, ein Public Viewing im Netz zu erzielen und die Zuschauer an die Macht zu erheben, denn die Zuschauer sind die eigentlichen Fernsehexperten und dafür möchten wir die Plattform stellen. Vielen Dank. Dankeschön. Da waren wir großzügig, aber das sind wir auch. Hat schon gemerkt jetzt auch, dass es was Wettbewerbliches hat, denn darum geht es jetzt auch um den Wettbewerb. Jetzt können Sie Ihre Laserpointer auspacken. Sie sehen jetzt da oben die vier Protagonisten und da können Sie jetzt, wenn es eindeutig ist, wenn wir es sehen, dann pointen Sie jetzt mal bitte alle. Ja, ich würde sagen, das ist eindeutig. Ja. Damit, glaube ich, können wir Marcel Duet zum Sieg gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Dann darf ich Sie auch gleich bitte nach vorne bitten, denn ein Siegpreis ist natürlich derjenige, dass Sie dann auch am Panel teilnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist da, wo ohne Namensschild, der Platz ohne Namensschild, das wussten wir ja vorher noch nicht. Wir kommen jetzt sozusagen in das Panel-Diskussion. Axel, du kannst auch schon mal gehen. Jetzt haben wir vier illustre Leute, die aus verschiedenen Ecken die ganze Geschichte betrachten, wo wir dann auch von ausgehen, dass es dort unterschiedliche Ansichten über die Entwicklung gibt. Dann darf ich als erste Frau Susanne Eigner-Drews von Discovery begrüßen. Herzlich willkommen. Ja, vielleicht sagen Sie einfach zwei, drei Sätze kurz zu Ihrer Person und Ihrer Funktion in diesem Umfeld. Das Mikrofon muss so gehen. Geht schon. Okay, also mein Name ist Susanne Eigner-Drews. Ich bin Geschäftsführerin von Discovery Networks Deutschland, Österreich und Schweiz. Wir betreiben drei Fernsehsender in Deutschland. Einen Free-to-Air-Sender, der heißt D-Max, Männersender. Und dann haben wir noch zwei Pay-TV-Sender, Discovery Channel HD und Animal Planet. Und decken damit eine relativ große Bandbreite an Zuschauerinteressen ab. Und das spiegelt sich bei uns auch ganz klar wieder in allererster Linie auf D-Max, muss ich sagen, im Bereich Social TV, Social Media, wo man im Bereich Social TV und Social Media schon größere Erfahrungen gemacht haben. Das Thema Social TV Apps ist noch relativ neu für uns und da freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen können. Prima, danke schön. Das ist ja auch beruhigend, dass D-Max dann funktioniert. Das ist ja der Beweis, dass Männer doch soziale Wesen sind. wunderbar. Als zweiten darf ich Guido Modenbach von 7One Media auf die Bühne bitten. Herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Guido Modenbach, ich bin bei 7One Media, das heißt dem Werbezeitenvermarkter von Pro7 Sat.1 und ich glaube, meine Rolle ist, heute so ein bisschen zu erzählen, was wir selbst betreiben im Bereich Social TV. Wir haben ja selbst auch eine App, Pro7 Connect, und haben seit einem Jahr dort auch konkrete Erfahrungen. Ich habe auch ein paar Zahlen dabei, über die wir in der Marktforschung dazu erhoben haben, und ich könnte vielleicht heute ein paar Themen dazu beisteuern. Ja, sehr gut. Ich glaube, auf Zahlen sind alle immer sehr gespannt. Dritter im Bunde ist Alexander Mazzara von Joyce. Herzlich willkommen, ja, auch aus der Ecke. Aus dem Dunkeln in Zellen.
Ja, hallo, ich bin Alexander Mazzara, CEO und Gründer von Choice, einem Social-TV-Sender in der Schweiz. Wir werden klassisch distribuiert über Kabel, IPTV und so weiter und so fort, in HD, analog und was es alles gibt. Haben auch, wie die Kollegen erzählt haben, eine eigene Plattform, Second Screen mit Gamification, Red Button, Interaktionen, Engagement, Partizipation und so weiter. Und machen da ziemlich viel Erfahrung. Ich glaube, wurde auch deswegen hier eingeladen. Das ist völlig, völlig korrekt. Vielen Dank. Und last but not least begrüßen wir Jean-Pierre Fumagalli von SmartClip. Herzlich willkommen. Ja, Jean-Pierre Fumagalli, CEO und Mitgründer von SmartClip. Wir vermarkten in 20 Ländern global Multiscreen, Inventar durch Videowerbung, vom Connected TV über das Tablet, iPhone bis hin zum PC, sind damit also ein Treiber dieser neuen Umwälzung, die wir im Markt heute besprechen. Ja, vielen Dank, dann sind wir vollständig. Dann fange ich mal mit einer Frage an. Ich war jüngst auf einer Konferenz, da ging es um ähnliche Themen. Da hat jemand das harte Statement gefahren, das interaktive Fernsehen war tot, ist tot, bleibt tot. Womit aber jetzt nicht die Second-Screen-Geschichte gemeint ist, sondern interaktives Fernsehen alleine. Sehr provokante These, aber das hängt ja damit auch zusammen, dass viele darüber reden, TV, das ist ein Lean-Back-Medium. Wie viel Interaktion ist denn generell oder auch gerade in Deutschland möglich, dem Konsumenten zuzumuten? Was macht ihm noch Spaß? Es hängt ja vieles an dieser Interaktionsgeschichte. Wer fühlt sich berufen? Also vielleicht kann ich da mal aus der Vermarktungsseite was sagen, ja. Weil wir wissen das und sehen das auf Ad-Servern, auf allen unterschiedlichen Endgeräten, weil wir das einheitlich ausspielen, wo auch Interaktionsraten stattfinden. Wenn man das rein statistisch betrachtet und rein von den Zahlen her, ist die höchste Interaktionsrate auf dem personalisiertesten Device, das ist das Smartphone oder das Tablet. Wir wissen natürlich auch, dass beim Smartphone viele der Interaktionen sicherlich ungewollt sind, aber selbst wenn man die mal abrechnet, ist es immer noch das personalisierteste Gerät, wo am meisten Interaktion stattfindet, nach dem PC, und am wenigsten Interaktion findet im Moment statt auf den Connected TVs. Das ist aber sicherlich auch dem geschuldet, dass die Geräte heutzutage noch nicht die Funktionalität bieten, die wir eigentlich haben wollen würden als aus User-Sicht, wenn man sich die neuen Geräte anguckt, schon mit Pointern und Voice und Motion Control, sehen wir, dass die Interaktionsraten dort auch inzwischen auf Webniveau im letzten Jahr angeschwollen sind. Insofern denke ich, ist das auch eine Erziehungssache von den Endgeräten, und auch den Content, der geliefert wird, fordert er zur Interaktion auf. Ist es ein Leanback-Content oder ist es ein interaktiver Content, der mich dazu auffordert, etwas zu tun? Davon wird es auch sehr von abhängen, und auf dem Connected TV ist bislang und auf dem Fernseher insgesamt herrscht eben noch vor das Leanback-Content, und damit ist auch wenig Anregung zur Interaktion über dieses Gerät gegeben. Ich denke auch, dass die Motivation vom Lean-Back-Modus auf den Lean-Forward-Modus umzuschalten beim Zuschauer in erster Linie dann gegeben ist, wenn es ihm einfach gemacht wird. Aber wenn er erst einmal über eine Fernbedienung ins Internet muss, was unter Umständen relativ kompliziert ist, glaube ich, dann wird die Motivation relativ gering sein. Aber ich glaube, wenn das gegeben ist, dass man innerhalb kurzer Zeit getriggert wird und dann auch die Möglichkeit hat, echte Interaktion zu erfahren, nämlich auch einen Feedback-Kanal zu bekommen, und das nicht nur eine Einbahnstraße ist, dann bin ich absolut überzeugt, dass das ein Selbstläufer ist und absolut nicht tot und auch nicht tot war. Ich glaube, das Spannende ist ja, dass wir hier reden plötzlich von Dialog. Fernsehsender, die senden und Leute zu Hause empfangen, das ist nie ein Dialog, und jetzt haben wir eben plötzlich eine Möglichkeit, einen Dialog zu führen. Aber das heißt eben auch, dass der Sender, der Content, der Inhalt ready sein muss für einen Dialog. Das heißt auch, dass man Formate genauso bauen muss, dass man Inhalte so bauen muss, dass man Werbung auch in die Richtung baut, damit man eben dahin kommt, dass dieser Dialog überhaupt stattfinden kann. Und dann wird es extrem gemacht. Das sehen wir auch bei uns in der Schweiz, in der sehr kleinen Schweiz, oder? Ich will es nicht mit Deutschland vergleichen, aber doch, wir haben zum Teil 20.000 Fragen pro Stunde, die da reinkommen. Und das ist wahrscheinlich auch für Deutschland schon nicht so schlecht. Aber weil der Content genau in die Richtung geht. Sie schauen uns an. Ich muss ja rumschauen, ob es noch irgendwo Wortmeldungen dazu gibt. Ist es denn so, wir haben das auch in dem kleinen Filmchen, dem Comic gesehen, als die kleine Lisa da in die USA geflogen ist und dort gesehen hat, was da alles gemacht wird, wie viel intensiver das genutzt ist. Liegt dieser Unterschied zwischen USA und Deutschland, der auch
eine Studie rausgekommen ist, daran, dass es in den USA ein überlegenes Angebot gibt oder daran, dass dort die Leute ein anderes Selbstverständnis, andere Mentalitäten haben oder beides? Also wir sind ja auch in den USA unterwegs. Der USA-Markt ist völlig anders, auch von der Aufstellung der TV-Häuser. Da ist keine solche Konzentration auf ein Oligopol, wie wir es hier in Deutschland haben oder in den meisten europäischen Ländern. Das heißt, der Wettbewerb der Fernsehsender ist viel größer und sie sind sicherlich auch sehr viel näher dran, diese neuen Möglichkeiten zu umschließen, auch dort zusammenzuarbeiten, um sich von der Konkurrenz abzusetzen. Auf der anderen Seite ist uns Amerika grundsätzlich in den meisten Technologien ein, zwei Jahre voraus. Insofern wundert es mich gar nicht. Plus ist ein größerer Markt. Hier muss man natürlich auch in Europa Land für Land wieder neu anfangen, neue Sprachen programmieren. Das heißt natürlich, Produkte, die dort skalieren, skalieren wesentlich schneller und werden dann auch wesentlich schneller angenommen. Insofern kann man sagen, der amerikanische Markt ist gerade größer. Aber ich würde auch noch nicht besagen, dass der amerikanische Markt im Bereich Social TV dominierend ist oder durch die Decke gegangen ist. Und wenn man sich die Zahlen im Verhältnis zum Gesamtmarkt anguckt, ist es auch noch ein kleines, zartes Pflänzchen. Also, um auch von dieser Seite mal die Diskussion einzugreifen, also grundsätzlich ist natürlich die USA häufig in solchen Thematiken auch Vorreiter, ganz einfach, weil es eine ganz andere Gründerkultur auch in den USA gibt, auch ein ganz anderes Funding-System dahinter steht, Private Equity da eine viel größere Rolle spielt, schon viel näher an den Hochschulen dran ist und grundsätzlich innovative Ideen halt viel schneller in den USA getrieben werden, als es bei uns ist. Also insofern freue ich mich auch, dass Sie heute mit hier auf dem Podium sitzen, weil mich interessiert das wirklich sehr, wie Sie Ihr Geschäftsmodell sehen und wie Sie sich vorstellen, quasi Ihr Produkt auch tatsächlich profitabel zu gestalten. Ich glaube, das fehlt in Deutschland halt leider auch so ein bisschen an so einer Kultur, die das auch umfassend unterstützt, quasi aus den Hochschulen heraus, die großen Ideen dann auch mit entsprechendem Funding auszustatten und mit dem entsprechenden Risikokapital auszustatten, sodass da auch Geschäftsideen, die eine Chance haben könnten, dass die dann auch tatsächlich zum Erfolg werden. Also ich sehe einen relativ großen Punkt, genau wie SmartClip, im gesamten Ökosystem. Also das sehen wir jetzt auch, weil wir teilweise mit Partnern integrieren, und die Inhalte der Partner verbinden mit unserem Produkt und das sind teilweise Partner aus den USA und das sind teilweise Partner aus Deutschland und wir stoßen dort auf ganz unterschiedliche Schnittstellen. Ja, wir haben auf der einen Seite ein ehemaliges Softwareunternehmen oder vom Kern her ein Softwareunternehmen wie Apple oder wir haben Netflix, wo wir die API integrieren können, um zu schauen, welche Inhalte sie haben. Wir können jederzeit die API pingen, um zu sehen, ist der Inhalt noch da, was kostet der aktuell, in welcher Qualitätsstufe ist er dort und auf der anderen Seite haben wir halt klassische Medienunternehmen, die aktuell gerade die Transformation hin zu Technologieunternehmen unternehmen und diese Aufstellung ist halt komplett anders in den USA, dieses ganze Ökosystem, es gibt wesentlich mehr Anbieter, wir haben Hulu, wir haben Netflix, wir haben Amazon Prime, Amazon Video on Demand, all diese Anbieter, die MLB als Sports League hat ihr eigenes Angebot, wir haben HBO, also dieses gesamte Ökosystem ist einfach viel weiter. Bei uns ist es jetzt ja im expliziten Fall von Tweak, ich weiß nicht, ob das in meinen 90 Sekunden oder 91 so rübergekommen ist. Es ist, geht bei uns ja auch nicht so sehr um die Interaktion der Nutzer parallel zum Live-TV-Konsum, sondern es geht um die Entdeckung, um die Discovery von Inhalten. Und da arbeiten wir halt sehr viel mit solchen Schnittstellen zu den Inhaltsanbietern und nicht so sehr mit irgendwelchen Twitter-Feed-Aggregationen oder so. Wenn ich kurz einsteigen darf zur Studie, ich muss den Kollegen zu Recht so ein bisschen widersprechen, ist es die Sender, ist es der Wettbewerb der Sender? Ich glaube, das treibt nicht Social TV. Wir haben festgestellt, die Sender sind da fast so ein bisschen außen vor, so ein bisschen, denn es sind die Werbetreibenden, die das voranpushen, die interaktive Formate bringen und die App-Anbieter. Dass es große Events auch in Deutschland gibt, ist, glaube ich, außer Frage. Wir haben auch Fußball-Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, wichtige Spiele, wo sich viele versammeln. Ich meine, es wird ein Äquivalent zum Super Bowl auch in Deutschland geben, nicht mit denselben Zahlen. Aber das gibt es auch in Deutschland. Was wir aber festgestellt haben, ist, dass auch eine Frage in Richtung SmartClip. Was macht denn die Wertschöpfungskette der Werbung? Wo sind denn die Marken? Wir haben versucht, für das Panel hier Marken einzuladen. Wir haben herausgefunden, es gibt nur zwei, die es in Deutschland überhaupt machen. Stimmt nicht. Wir haben ja schon drei allein bei ProSieben Connect, jetzt aktuell bei The Voice. Also die Großen waren Toyota mit Shazam und VW, das sind die beiden Großen und die sagen, ja, für was interessiert also mich noch. Heute Abend, ich empfehle das also, wenn Sie das App runterladen, ProSieben Connect, können Sie auf dem iPad runterladen oder Sie können sich natürlich auch online anschauen.
Und wenn heute live The Voice auf ProSieben läuft, dann können Sie das ProSieben The Voice Connect App sich anschauen. Und da werden Sie erstmal drei große Werbungtreibende finden, nämlich die Hauptsponsoren der Sendung. VW ist dort mit dem Golf, dort ist Vodafone dabei. Und wir haben auch noch im Bereich Display, haben wir eine Sektmarke, haben wir Henkel. Und es gibt schon einen großen auch Bedarf, das Thema in den Werbemarkt zu tragen. Aber ich glaube, der Transmitter dafür ist das klassische Fernsehen. Das ist sozusagen die crossmediale Ergänzung des Kerngeschäfts klassisches Fernsehen. Damit übertragen wir quasi, wir erweitern quasi unser Angebot über eine Social-TV-App für unsere Kunden und für unsere Zuseher. Und das ist sozusagen ein bisschen das, was, glaube ich, der Treiber ist. Also ich glaube, dass wir halt einfach eine große Chance haben, so etwas von uns heraus erfolgreich zu machen, weil sozusagen der Schlüssel des Erfolgs der Content ist und die Verzahnung des Contents. Also was wir anbieten können in einer Social-App, TV-App ist, dass es Rückkanäle in die laufende Sendung wieder hineingibt. Dass es Content gibt, der zum Live-Bild, was auf dem Bildschirm läuft, quasi generiert wird und dem Nutzer zur Verfügung gestellt wird. Das sind natürlich alles Möglichkeiten, die wir hier haben, die aus dem großen Content herausrühren, wo wir einfach die Kraft des Fernsehens erweitern auf alle Kanäle und halt auch dort hinein. Und das ist auch für die Werbewirtschaft relevant. Also wir haben jetzt drei Kunden, die haben Sie gar nicht genannt. Die sind heute Abend zu sehen, wenn Sie das sich anschauen mögen. Gut, dann laden wir das nächste Mal ein. Danke. Ich würde dem Herrn Mohnbach sehr gerne in allen Punkten zustimmen. Auch bei uns, bei D-Max, und wir sind ja durchaus ein kleinerer Player im Markt, ist das Thema Social TV bei den Werbekunden schon angekommen. Wir haben einige sehr erfolgreiche Kampagnen verlängert auf unsere Facebook-Seite. Wichtig ist, dass der Content passend ist. Und es ist mit Sicherheit so, dass nicht jeder Content passend ist für Social TV oder für Social TV-Apps. Aber dass die Sender da außen vor sind und der Content nicht so der Treiber ist, dem würde ich eher gar nicht zustimmen. Ich glaube, es ist schon eine Vermengung aller Zutaten, damit da am Ende der richtige Kuchen dabei rauskommt, der allen schmeckt. Allein schon, wir hatten letztes Jahr, als wir The Voice in der ersten Staffel hatten und wir das TV-App-Programm dazu, das Connect-Programm dazu überhaupt erst gestartet hatten, ohne es wirklich promotional stark zu unterstützen, hatten wir schon 18 Millionen Video-Views im Umfeld von The Voice Connect produziert und 60 Millionen Page-Impressions, ohne dass wir das jetzt groß promotet haben im Laufe der gesamten Strecke. Und das haben wir natürlich auch vermarktet, weil da laufen dann Pre-Rolls und das läuft normal bei uns auch in der Vermarktung. Allein das schon ist ja quasi Geschäft, was da wirklich stattfindet. Also ich glaube, wo wir vielleicht nochmal unterscheiden müssen, so sehe ich das zumindest im Bereich Social TV, das sind ja zwei Ansätze. Einmal gibt es die starke Marke, den starken Content, der dazu auffordert, parallel auf einem Zweitgerät mit der gleichen Marke, dem gleichen Content zu interagieren und mit Freunden das zu teilen und sich in diese Content-Welt hinein reinziehen zu lassen. Das ist natürlich für Marken und für Werbetreibenden sehr spannend, weil man natürlich enger kommt man an den Kunden nicht ran, in der involviert ist mit dem Content, mit der Werbung. Da möchte jede Werbetreibende sein. Das andere Problem, was wir natürlich haben, Social TV ist natürlich auch weitaus mehr als einfach nur mit dem Content zu agieren, den ich gerade schaue. Denn das haben wir auch gesehen, Leute machen auch parallel, inzwischen in Amerika 80% Parallelnutzung mit einem zweiten Device, während Fernsehen geguckt wird. Sie machen auch noch ganz andere Sachen und unterhalten sich mit ihren Freunden, Bekannten über Twitter, über Facebook oder über andere eingeloggte Devices. Und dann ist es eine Frage aus werbetreibender Sicht und das sieht man in Amerika ganz besonders, weil da ist der Markt schon so, dass die Fernsehreichweiten tatsächlich rückläufig sind und die Preise natürlich parallel hochgehen, um die teuren, guten Contents zu finanzieren. Das ist ein Riesenproblem. Aus werbetreibender Sicht ist natürlich das Thema, wer ist denn eigentlich noch der wirklich vom Fernseher sitzt und wirklich, wo die Botschaft ankommt. Und natürlich als Werbetreibender weiß ich, wenn jemand interagiert, bin ich mir sicher, dass der viel involvierter ist und der Kontakt mit einem interagierenden Zuschauer für mich wesentlich mehr wert ist als mit einem nicht interagierenden, von dem ich annehmen muss, dass ich sicherlich einen gewissen Teil dort verliere. Und das ist ein Thema, was sowohl natürlich den Content treibt, aber die ganz starken Content-Marken aufwertet. Das Problem ist natürlich, dass das nicht für alle Content-Marken funktioniert. Und wir hören hier immer gute Beispiele, das finde ich auch super. Das Problem ist nur, der TV-Markt hat 24 Stunden und es läuft nicht 24 Stunden nur The Voice of Germany. Ja, aber trotzdem 24 Stunden. Dann wird genau das Thema schwierig für den Werbetreibenden und dann geht der Werbetreibende darüber hinaus. Und das ist ja auch ein Grund, warum Facebook oder andere so viel Geld bekommen, weil da wird für mich der ganz große Zukunftsbereich liegen. Die Leute machen parallel, ihre Aufmerksamkeit ist woanders. Und ich möchte als Werbende treiben natürlich dort sein, wo die Aufmerksamkeit ist
und nicht dort, wo ich ein Hintergrundmedium habe. Ich kann Ihnen dazu ein paar Zahlen nennen, wenn Sie mögen. Weil wir natürlich, das ist so ein bisschen das Privileg, wenn wir in so einem großen Haus wie Pro7Sat1 arbeiten, wir haben natürlich relativ viel Marktforschung, die wir initiieren. Wir haben gerade eine Studie veröffentlicht, also wir, seit 13 Jahren veröffentlichen wir jedes Jahr quasi das Mediennutzungsverhalten der Deutschen, das nennen wir Navigator. Das ist übrigens die einzige Studie, die das jährlich sozusagen das Mediennutzungsverhalten der Deutschen abbildet. Das Schöne ist, dass man das jetzt 13 Jahre macht, kann man da auch Zeitreihenanalysen bauen und kann die Veränderungen auch sehr, sehr gut abbilden. Und wir haben jetzt gerade aktuell die Zahlen veröffentlicht und haben so ein bisschen den Fokus auch gelegt darauf, wie entwickelt sich eigentlich die Parallelnutzung von TV und Internet. Und ich kann Ihnen sagen, weil Sie auch jetzt gerade für USA-Zahlen gesagt haben, ist tatsächlich so, dass in Deutschland 59% jetzt allerdings der 14- bis 49-Jährigen, das ist ja immer sozusagen unsere Basis, 59% der 14- bis 49-Jährigen inzwischen sozusagen zum Fernsehen auch parallel Internet nutzen. Nicht permanent, aber auch zumindest selten, wie Sie da, wie Sie sagen, paralleles Internet nutzen. Das machen sie übrigens über alle Devices. Wir haben das in der Studie auch präzise dargestellt, ob das über Mobile Phone, ob das über das App ist, auf einem iPad oder auf einem anderen Tablet oder ob das über PCs oder Notebooks stattfindet. 32% der Deutschen sagen sogar, dass sie das sehr häufig tun, also schon regelmäßig parallel zum Fernsehen Parallelnutzung haben. Interessant ist dabei, dass auch 69% der Befragten angeben, dass wenn sie parallel nutzen, dass sie dabei auch TV-Inhalte oder Inhalte, die sie gerade im Fernsehen gesehen haben, dann wiederum quasi in ihrem Surfverhalten dann untersuchen, sei es, dass sie was googeln oder sonst irgendetwas. Also diesen Zusammenhang, den kann man jetzt schon richtig gut für Deutschland in Zahlen, das sind repräsentative Studien, das ist jetzt also, das ist belastbar und ist bei uns auch verfügbar, wer das interessiert, auf der 7onemedia.de Website, da kann man sich das runterladen, das Navigator. Das mal ganz kurz dazu und jetzt, was machen wir Pro7Sat1? Wir haben also unser Pro7 Connect, wie gesagt, schauen Sie sich das gerne mal an. Man kann das sich online anschauen oder man kann es kostenlos downloaden und tatsächlich ist diese App 24 Stunden, 7 Tage die Woche aktiv. Allerdings natürlich nicht permanent mit Live-Inhalten, vollkommen klar. Allerdings aber doch mit mehr Live-Inhalten, als man so denkt. Zum Beispiel wird TAF mitbegleitet, es wird Galileo mitbegleitet, was ja wirklich tägliche Magazine sind. Und natürlich die großen Events natürlich auch. Also natürlich The Voice, war ja vollkommen klar. Aber halt auch Germany's Next Topmodel, aber auch Stefan Raab, Schlag den Raab oder andere Events, wo das mitbegleitet wird. Was kann da alles passieren? Alles das, was wir auch in dem Film gesehen haben. Es ist ein Loyalitätsprogramm damit dabei. Es gibt quasi virtuelle Belohnungen, es gibt Badges, aber es gibt auch konkrete echte Belohnungen, also Gutscheine oder Gewinnspielteilnahmemöglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, man checkt ein über Twitter oder über seinen Facebook-Account. Man nutzt sozusagen die ohnehin bestehende soziale Infrastruktur. Und man hat dann auch immer das wenn es eine Live-Sendung ist, hat man das Livestream-Bild dann quasi mit dabei. Und es ist auch ganz interessant, wenn man die Leute fragt, also wie sieht denn, wenn sie dann sowas, also diejenigen, die tatsächlich parallel jetzt nutzen und die unsere The Voice Connect im letzten Jahr mitgenutzt haben, da sagen 63%, das Connect sich veranlasst zu zusätzlich zum Online-Angebot auch Fernsehen zu sehen, erstaunlicherweise. 62% sagen, dass sie während der Werbepausen lieber Connect nutzen, also dann mit dem Second Screen arbeiten, als zu zappen. 63% sagen sie, dass TV damit insgesamt spannender und lustiger werden würde. Und 49% sagen, dass Connect den Inhalt der Sendung auch aufwertet. Also wenn ich da vielleicht nochmal eingreifen darf, die Wirtschaft-TV-Studie ist ja alles richtig, was Sie sagen, aber da steht auch genauso drin, dass 80% der Befragten sagen, machen Sie auf dem Second Device etwas, was TV-unabhängig ist, ja. Sagen 80% ja, in der gleichen Studie, auch nachzulesen, ganz offiziell. Also das eine ist ja genauso richtig wie das andere, wir müssen nur auch beide Seiten betrachten, ich bin ja gar nicht dagegen, nur wir sind ja hier, um Social TV zu betrachten, Social TV, sage ich einfach nur, ist viel, viel mehr als einfach Content parallel auf zwei Geräten den gleichen Content zur gleichen Zeit anzugucken. Ja, das machen wir genau auch nicht. Es ist halt tatsächlich viel mehr. Es ist Interaktion, es führt zu Rückkanälen in die laufende Sendung hinein. Also ich kann Sie nur einladen, schauen Sie es an, das ist wirklich ziemlich gut gemacht schon, jetzt schon. Das ist ja quasi noch immer in der Lernphase, das muss man auch sagen, wir lernen ja alle dabei. Ja, ich glaube, vor 2 Jahren war schon ein Ereignis, das klar gemacht hat, dass die Second-Screen-Nutzung da ist. Da war nämlich die häufigste Google-Nachfrage an einem Donnerstag, glaube ich, war es, was ist die Hauptstadt von Äquatorialguinea? Weiß man nicht so direkt, ist es Malabo? Aber der Grund dafür war, weil das war, glaube ich, die 500.000 oder 1-Million-Euro-Frage bei Jauch. Also die Leute haben dann in der Zeit, wo Tablets noch gar nicht verbreitet waren, tatsächlich schon nachgeschaut, was ist das? Aber im Prinzip haben wir jetzt auch ein bisschen schon festgestellt, werbetreibende Industrie
muss, so war es eigentlich immer, den Leuten in ihrer Nutzung folgen. Von Print zu Radio zu TV ins Internet und jetzt halt auf den Second Screen. Und wir haben jetzt schon ein bisschen Kontroverse gehört. Wir haben jetzt hier den Gewinner unseres Pitches, einen unabhängigen App-Anbieter sozusagen. Und wir haben einen Sender. Und dieser kommende Markt, wo noch ein paar intelligente Dinge vielleicht noch entdeckt werden können, wer wird denn in diesem Ökosystem dominierend sein? Oder wird es so sein, dass man parallel nebeneinander existiert? Also ich glaube, dieses parallel nebeneinander existieren ist ein Muss, ist eine Grundvoraussetzung, dass das ganze System funktionieren kann. Die Frage ist, wer steht an welcher Stelle der Nahrungskette? Ja, ist es der Content, der das Ganze treibt, der die Leute überhaupt erst einmal vor diese Devices lockt, ob das dann klassisches lineares Fernsehen ist oder irgendwie Catch-up-Geschichten oder dann die Leute dazu bewegt, überhaupt ein Second Screen in Anspruch zu nehmen. Und aus unserer Sicht ist, und der Begriff ist tausendmal durch Dorf gejagt, aber Content ist King und ich glaube, das ist einfach die wichtigste Grundvoraussetzung, dass es Content ist, der die Leute dazu treibt und der die Leute anlockt. Und es kann nicht jeder Content geeignet sein. Das sind die großen Live-Shows mit Sicherheit, die von Haus aus, und das ist ja auch nichts Neues, seit Jahren, ja, unterhält man sich am Montag im Büro darüber, was bei, keine Ahnung, vor ein paar Jahren war es vielleicht noch Wetten, dass, jetzt ist es Deutschland sucht den Superstar oder Germany's Next Topmodel am Freitag, die großen Shows gebracht haben. Jetzt wird es halt einfacher gemacht, dass man sich während, vor und nach dem Ereignis parallel über Second Screens unterhalten kann. Dieses Involvement wird noch ein ganzes Stück größer, aber der Content ist derjenige, der es treibt. Damit sehen Sie natürlich die Sender in einer guten Ausgangsposition dafür. Sehe ich durchaus, ja. Okay. Ja, die Frage ist ja jetzt, gerade wenn wir gehört haben, was gemacht wird auf Social-TV-Apps, die benutzen ja IPG-Daten von Sendern, die kostenlos zur Verfügung stehen. Und irgendwann mal bin ich sicher, wenn sobald ihr Geld verdient, wird das nicht mehr kostenlos sein, weil die Sender sagen werden, Moment mal, wir haben da Redakteure, die da mühsam Fotos eintippen und Texte aggregieren. Wenn ihr das wollt, bekommt ihr, müsst ihr Geld dafür zahlen, oder? Und ich denke auch, dass es da ein Miteinander gehen wird, aber man wird neue Businessmodelle finden müssen, auch für alle Partner, so wie man das auch auf anderer Ebene mit Video, wie das mit YouTube oder mit anderen passiert, die Wertschöpfungskette in die digitalisierte Welt eben auch neu definieren muss und dann irgendwo auch ein Modell findet, wie das bezahlt wird. Ich glaube, dass es nebeneinander geht, aber ich glaube auch, dass es Modelle brauchen wird, damit auch dafür zahlt wird. Also was wir auch gesehen haben, auch nochmal, natürlich ist der Sender der Initiator des Ganzen, der Content. Was wir aber sehen, dass halt entweder, ich nenne es mal Nischen-Apps, auf das Format zugeschnittene The Voice-Apps funktionieren, weil die Leute einsammeln. Wo ich aber so ein bisschen skeptisch bin, ob Sender-Apps gerade für große Sendergruppen, die halt große Bandbreite abdecken, ob das funktionieren wird, weil dann sage ich, warum soll ich mich als Nutzer einschränken? Warum nehme ich nicht die App, die alle Sender bedient? Weil ich gucke wahrscheinlich nicht nur, das Programm ist gut, aber wahrscheinlich nicht nur ProSieben Sat.1, sondern vielleicht auch andere Sender. Und da funktionieren eigentlich unabhängige Apps per se besser. Und deswegen bin ich gespannt, wie die Sender da diesen Spagat hinbekommen, in ihren Sender-Apps, in ihren Senderwelten zu bleiben. Ich weiß nicht, wie die Kollegen von den unabhängigen Apps das sehen, weil das sind eigentlich die Extreme, die wir sehen. Und das dazwischen ist eigentlich, macht nicht so viel Spaß dann am Ende. Ja, aus meiner Sicht ist das relativ eindeutig, weil für mich ist die Marke der Inhalt. Also ich habe The Voice ist die starke Marke, mit der ich mich identifiziere und wo auch das Team von The Voice, was irgendwie die Chance hat, sag ich mal, transmedial die Story zu erzählen, so wie es auch Joyce TV ja die ganze Zeit mit seinen Inhalten macht. Und dann ist es sehr stark, wenn ich habe ja nicht dieses Engagement als Nutzer mit ProSieben. Das haben wir jetzt. Die Marke wurde natürlich sehr gut aufgefüllt in den letzten Jahren, aber für den Endnutzer ist es
ist ja im Prinzip der Inhalt. Und jetzt dieser Versuch, unterschiedliche Inhaltsmarken in einen Rahmen zu fassen, das hilft natürlich auch, um die Nutzer zwischen den einzelnen Formaten hin und her zu bringen. Aber es wird natürlich mehr ein Kampf der Formate geben. Und dann ist natürlich die tief integrierte Social TV App immer besser. Also ich kann natürlich eine viel tollere Second Screen Experience für The Voice bieten, wenn ich selber an Background-Informationen, an Bildmaterial komme. Ich kann aber gleichzeitig alles erbieten, wenn ich wie die drei anderen eine Second Screen Interaktions-App baue, die halt senderunabhängig ist. Aber es ist halt immer fokussiert auf das Live-Erlebnis und wie wir auch schon richtig gehört haben, das Live-Erlebnis ist halt vielleicht auch nur ein kleiner Bruchteil des Gesamtkonsums. Also teilt das durchaus schon, was Sie sagen, also gar keine Frage. Nur, also vielleicht nochmal gesagt, wir haben nicht für jeden unsere Sendung eine eigene TV-App, sondern wir haben ein ProSieben Connect. Damit haben wir auch nur eine Promotion auf eine App. Und in dieser App haben wir quasi die Fläche, dass, wenn heute Abend The Voice läuft, Sie haben heute dann die Möglichkeit, The Voice dort mit den ganzen Social-TV-Funktionen dann quasi zu begleiten, mit allem, was dort ist. Und wenn das vorbei ist, dann läuft quasi die Möglichkeit ganz normal weiter, alle Sendungen, die dann am Abend noch laufen, quasi zu begleiten über die App. Es gibt eine App dabei. Ich meine, verstehe den Punkt. Wir haben eine ProSieben-App. Wir glauben aber, dass, da unterscheide ich mich schon ein bisschen von Ihnen, dass tatsächlich schon auch dezent eine relativ große Rolle spielt, weil wir haben ja hier mit sozusagen gewachsenen auch Erwartungswerten des Auditoriums zu tun, mit gewachsenen Erwartungswerten der Zuschauer. Sie müssen sehen, ProSieben ist ja seit Jahren die Ikone für die jungen Zielgruppen im Fernsehsegment. Und unsere Aufgabe ist es, mit immer neuen Innovationen das junge Publikum auf ProSieben zu halten. Ich träume was, ob wir zum Beispiel, ich meine, The Voice ist natürlich ein Beispiel, ist aber nicht das Einzige. Denken Sie an Joko und Klaas, denken Sie an die Sitcoms, die in der Primetime laufen bei ProSieben. Das sind alles sozusagen Angebote, die quasi im Herzen der jungen Erwachsenen in Deutschland stattfinden. ProSieben ist an und für sich eine Marke mit einem bestimmten Versprechen an das Auditorium in Deutschland. Und ich würde das nicht unterschätzen, welche Kraft quasi die Sendermarke selbst hat. Also wir können nicht einfach ein Programm von links nach rechts schieben und die Zuschauer gehen da einfach so mit. Wissen Sie, wie lange wir diskutiert haben bei ProSiebenSat.1, ob wir uns leisten können, die Marke The Voice auf zwei Sendern auszustrahlen, wo einer quasi auf dem jungen Publikum positioniert ist und der andere Sat.1 eher auf einer weiblichen Zielgruppe, die vielleicht sogar in der Struktur ein bisschen älter ist. Das war eine lange, intensive Diskussion, ist das überhaupt machbar? In dem Fall ist das machbar, aber die Frage ist Galileo denkbar auf Sat.1? Wahrscheinlich nicht. Nicht mit den gleichen Zuschauermarktanteilen. Und insofern stimmt das nicht ganz, dass Sie sagen, es ist nur der Content. Es ist sozusagen schon das über Jahre gewachsene Marke. ProSieben ist eine Marke. Und eine Marke bedeutet letztlich eine dauerhafte Präferenzbildung beim Konsumenten zu erzielen. Das ist überhaupt der Sinn der Markenführung. Wenn unsere Kunden Marken betreiben, dann wollen sie ja dauerhaft die Präferenzbildung der Konsumenten beeinflussen. Das ist die Aufgabe von Markenführung. Und das ist ProSieben, ist eine Marke, die quasi dafür sorgt, dass eine bestimmte Erwartungshaltung im Zuschauermarkt bedient wird. Und deswegen ist es halt auch immer wieder so erfolgreich. Und ich glaube, die große Chance, die wir haben, um jetzt noch sozusagen eine Abgrenzung zu Ihnen dann auch zu finden, wir verknüpfen quasi den Content und wir konvergieren ihn in diesen technologischen Strukturen. Ich akzeptiere vollkommen, dass Sie ein technisches Angebot liefern, was vielleicht auch dann übergreifend eine Bedeutung gewinnt, weil das vielleicht bestimmte Services leistet. Allerdings ist das eine technologische Leistung. Die ist nicht sozusagen unique, die ist nachbaubar, die ist auch replizierbar. Was nicht replizierbar ist, ist sozusagen die Bedeutung des Programms. Und wenn es uns gelingt, quasi das miteinander eng zu verzahnen, dass sozusagen die Social-TV-App auch Leistungen liefert, die über das reine Abstrahlen des Programms hinausgehen, die zum Beispiel Rückkanäle in die laufenden Sendungen, um solche Beispiele zu haben, umso stärker wird dann quasi unser Produkt. Und ich glaube, da haben wir schon, und das gilt für den Discovery Channel ja genauso, da haben wir einfach als Broadcaster sozusagen die Kraft, diese überragenden Contents, eine Bedeutung hat und der Möglichkeit, auch den zu gestalten, in solchen Apps dann auch mit einzubringen. Das ist schon. Aber es löst ja ein Problem nicht. Das ist ja das Problem. Also ich hoffe, dass das ja so bleibt, weil ich möchte ja auch guten Content sehen. Wir wissen alle, dass guter Content teuer ist und wenn die Reichweiten fehlen, dann nicht finanziert werden kann. Und es ist ja nicht, dass ich irgendwas gegen Broadcaster habe. Ganz im Gegenteil. Wir wollen ja alle, dass sie bleiben und der Content irgendwie finanziert ist. Das Hauptproblem ist nur, und darüber reden wir heute, und da bin ich völlig neutral als jemand, der keinen Fernsehsender besitzt. Das Hauptproblem, was ich aus Fernsehsendersicht sehe, ist, dass wenn Second Screen
losläuft, und das sehen wir hier in den Vertretern, dass ein Großteil dieser Reichweite und ein Großteil dieser Nutzung außerhalb der Fernsehsender stattfinden wird, damit auch die Wertschöpfung außerhalb der Fernsehsender stattfinden wird. Und deswegen muss ich sagen, finde ich B2B den Ansatz sehr schlau, sich sehr frühzeitig an so einem Unternehmen zu beteiligen. Und wir hatten ja vorhin darüber geredet, in Amerika ist Beteiligung, aber da geht es nicht nur um die Universitäten, da wird auch Wagniskapital reingepackt. Und man muss sich als Fernsehsender, ich weiß auch nicht, was die Lösung ist, aber das Problem ist, es wird mit diesem Content ein Wert geschafft und es wird auf anderen Plattformen, die nicht dem Sender gehören, Werte auch geschaffen, die davon profitieren und die dort Geld verdienen. Und als Fernsehsender muss man sich sehr gut überlegen, kann ich das alles auf meine eigene Marke, wieder meine eigene App zurückziehen oder schaffe ich dieses Spiel eigentlich nicht? Und es wird einfach breit über viele Apps, über Facebook, Twitter, über diese Jungs hier, überall genutzt werden. Und wie kriege ich möglichst dort meinen Anteil wieder zurück und wie verdiene ich damit dran? Die Geschäftsmodelle sich daran beteiligen wäre eine Möglichkeit. Die Geschäftsmodelle setzen aber immer auf frei verfügbare Daten auf. Und das ist dann auch sozusagen die dünne Eisfläche an der Stelle. Solange diese Daten frei verfügbar sind, teile ich das. Ja. Vielleicht nur ein Wort zu dem angesprochenen Zbox-Fall. Also es geht ja noch weiter. Also es war ja nicht nur B2B, die, glaube ich, 15, 20 Millionen investiert haben, sondern Zbox macht es ja bei jedem Markteintritt so. Genauso sind sie in Australien gestartet und genauso haben sie jetzt auch ihren Markteintritt in den USA gemacht. Also sie sind ja aus UK original, das alte BBC iPlayer-Team steht dort zusammen und die sind jetzt aus UK in die USA gegangen und haben auch dort meiner Meinung nach mit Comcast genau das gleiche Modell wieder gemacht, haben es aber gleichzeitig auch geschafft, weitere Inhaltsanbieter hineinzubekommen, weil sie nach Aussage, was ich gelesen habe, selbst auch gesagt haben, dass ihre generische Second Screen Experience nicht tief genug mit dem Inhalt verwoben war. Und deswegen haben sie, glaube ich, genauso eine Kooperation meines Wissens mit HBO rund um deren Inhalte für den Second Screen gebaut. Also für mich stellt sich auch die Frage, ich meine, was hält eigentlich in 5 oder 10 Jahren ein Content Owner oder ein Content Produzenten wie ein Endemol oder ein Fremantle davon ab, wenn diese Second-Screen-Apps da sind und die Reichweite da ist, und mit Facebook diese Deals direkt zu machen, bevor ich überhaupt zum Broadcaster gehe. Das wäre zumindest die Frage, die ich mir als Broadcaster stellen würde. Ja, aber da muss man ja sich überlegen, was passiert in diesem Ökosystem. Also da bin ich offen gesagt, jetzt bin ich Werbevermarkter und das ist also jetzt nicht meine Kernkompetenz, aber ich sehe das tatsächlich relativ gelassen. Ne? Weil ich glaube, Endemol wird das einfach danach entscheiden, wo sie am meisten Geld verdienen können. Und das wiederum wird mit dem Geschäftsmodell dahinter zu tun haben. Und da bin ich irgendwie sehr optimistisch, dass das klassische Werbegeschäft, so wie wir es betreiben, so eine Kraft entwickeln wird und auch Kraft auch haben wird in der Zukunft, dass es wahrscheinlich für Endemol cleverer ist, mit uns den Deal zu machen, als bei allem Respekt, als mit dem, was sich da vielleicht in 10 Jahren entwickeln lässt auf dem Bereich TV-Apps. Also da bin ich offen gesagt gelassen. Weil man darf eins nicht unterschätzen, welche Bedeutung Fernsehen hat. Also es wirkt immer so, als würde Fernsehen quasi kurz vorm Aussterben stehen. Aber die Mediennutzung geht ja gar nicht zulasten von Fernsehen. Fernsehen bleibt ja auf extrem hohem Niveau. Seit 2002 hat die Fernsehnutzung sogar zugenommen in den letzten Jahren. Und das trotz Parallelnutzung. Und Fernsehen ist ja sogar Treiber. Wenn Sie Search betreiben, dann wissen Sie genau, wenn Ihre Marke im TV beworben wird, gehen Ihre Search-Anfragen springen nach oben. Fernsehen ist der Treiber für Online-Geschäfte. Und also ich glaube, dass wir da keine Sorgen haben müssen. Also Fernsehen ist attraktiv und ist immer noch das reichweitenstärkste Medium. Und das ist die Kraft, die Fernsehen hat. Print hat das warum auch 10 Jahre sollte die sich jetzt gesagt. Plötzlich wandeln? Also, bitte? Print hat nein, das auch ich, 10 Jahre lang gesagt. Nein, aber ich glaube, entscheidend ist... Aber das habe ich auch schon vor 15 Jahren gehört, als irgendwie Festplattenrekorder irgendwie den Untergang der abendländischen Kultur... Ich finde es aber nur ein bisschen langweilig zu sagen, es bleibt alles gleich. Wir sitzen ja hier, um zu diskutieren, wie kann man was dagegen machen und wie kann man das in das Heim reinholen. Und wenn ein Fernsehsender das Einzige sagt als Antwort auf Social TV, ich habe die Marke und das bleibt alles, dann muss ich sagen... da hätte ich eigentlich mehr erwartet oder würde ich auch in der Diskussion sagen, also da muss eigentlich mehr kommen. Ja? Also gerade von euch, ihr habt die Marke, ihr seid stark, das stellt doch keiner in Frage, wird auch so bleiben. Aber dann muss doch eigentlich, und das sehe ich in Amerika, da gehen die Jungs ganz anders vor. Die nutzen es eben auch aus und sagen, mit meiner Stärke muss ich doch was tun und nicht nur sagen, es ändert sich nichts. Nein, im Moment, das habe ich doch gar nicht gesagt. Wir haben ja eine TV-App also, und die funktioniert und die können sich heute Abend anschauen und wir hatten letztes Jahr, als sie noch keiner kannte, 18 Millionen Video-Views. Also, ich hoffe so, dass wir jetzt reicht, irgendwie. Also. Ich weiß nicht, was Sie mir vorwerfen. Ja. Ich glaube, es sagt ja auch keiner, dass sich nichts verändert. Absolut nicht. Also das Fernsehnutzungsverhalten verändert sich, die Art und Weise, wo man und wie man Content konsumiert, verändert sich.
Und ich glaube, wir stellen uns schon sehr wohl darauf ein, dass sich Dinge verändern. Aber was wir natürlich gleichzeitig mit unseren ganzen Social-TV-Apps und Social Media und wie man es nennen will, erreichen wollen, ist, dass die Zuschauer noch enger an uns gebunden werden. Und da spielt die Marke sehr wohl eine sehr wichtige Rolle. Und wenn ich mal D-Max als Beispiel nennen darf, Free-to-Air-Sender seit 2006 im Markt, momentan ein Marktanteil von 1,3-1,4% bei den Erwachsenen 14-49. Wir haben 850.000 Facebook-Friends. Das sind gerade mal, Herr Bodenbacher, die Zahl wahrscheinlich auf dem Kopf, 1 bis 2.000 Likes weniger als ProSieben hat. ProSieben ist der stärkste Sender momentan im Facebook-Bereich. Wir sind die Nummer 2 mit einem Marktanteil von 1,4%. Das zeigt sehr wohl, dass der Zuschauer A sich sehr eng an die Marke des Senders binden möchte und B, dass da einfach ein Riesenpotenzial auch für uns drin ist. Und wir machen beispielsweise, also unser Konzept ist momentan im Bereich Social TV App, dass wir eine eigenproduzierte oder eine Hausmarke praktisch auf den Markt bringen. Da profitieren wir davon, dass wir ein globales Unternehmen sind und dass die Amerikaner da tatsächlich einen kleinen Schritt voraus sind und wir das praktisch aus dem amerikanischen Markt übernehmen können. Die echte richtige Social TV App, die wir jetzt vor 2 Wochen gestartet haben im Rahmen von der Premiere bei uns, Offroad Survivors, richtig schönes Abenteuer-Survival-Format, findet unter dem Dach der D-Max Facebook-Seite statt. Und es macht absolut Sinn für uns, dass wir D-Max als Deckmantel da außen drüber haben und uns erst einmal nicht wegbewegen zu einer externen App. Was nicht heißt, dass wir das in Zukunft nicht machen. Ja? Also je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt und wenn wir da selber auch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt haben, auch zusammen mit unseren potenziellen und bereits existierenden Werbepartnern, dann werden wir da mit Sicherheit den nächsten Schritt auch machen. Ja. Aber was kann, vielleicht kann ich noch eine Frage stellen. Also ich fand den Einwand sehr gut. Wie sehen wir denn die Zukunft als Sender? Also dass wir sagen können, es bleibt alles wie es ist, funktioniert ja wirklich nicht. Und was machen wir, wenn und auch 900.000 Likes auf Facebook ist natürlich auch viel mehr, als wir jetzt haben mit unserem Produkt. Logisch, weil die Distribution viel besser ist. Aber was machen wir, wenn ein Inhaltsanbieter wie Netflix kommt und plötzlich ein direkter Konkurrent wird? Oder was machen wir, wenn Spotify Fernsehen oder Videoinhalte anbieten sollte? Plötzlich, dann verschwimmt ja auch so ein bisschen so dieses, welche Kategorien gibt es dann eigentlich noch? Ich habe ja ganz völlig neue Wettbewerbsfelder und es ist jetzt ja auch nicht an den 4 oder 5 Startups, die hier waren, dann, also das hat damit ja gar nichts zu tun, das ist ja eine ganz andere Dimension und dann wird der aus unserer Sicht ganz stark, wird der Konsum natürlich auch sehr stark zum Nonlinearen hin sich verwandeln und da muss es ja auch irgendwie eine Antwort hingeben. Also natürlich, das wird auch schon seit längerem gesagt und Sie haben Ihre großen Marken, Ihre großen Formatsmarken, die Sie um 20.15 Uhr auspacken können, aber nichtsdestotrotz muss es ja eine Antwort der existierenden Sender darauf geben, wenn Unternehmen mit globalen Skaleneffekten über den Markt kommen. Vielleicht nochmal, darf ich da kurz einhaken, weil ich denke, gerade dieses Linear, Nonlinear und Abrufbar, in den USA zeigt sich, dass gerade Social TV dazu das Nonlinear wieder pusht. Also als Beispiel Emmy, die großen Awards, die wurden immer West Coast, East Coast, 3 Stunden Verzögerung ausgestrahlt, ist heute undenkbar, weil alle an der West Coast schon wissen, wer gewonnen hat, dank Social TV, oder? Und zum Beispiel führen die oft Grey's Anatomy ein mit den Hauptdarstellern, die twittern dann live während der Sendung und alle wollen die Erstausstrahlung und zwar pünktlich sehen mit dem Sender und nicht auf den Festplatten, auch nicht irgendwie auf Spotify und auf Hulu. Also es pusht linear. Es pusht, wenn man es schafft, Events damit zu machen. Und klar, Fußball und so ist immer ein Event, das wissen wir, am nächsten Tag ist es nicht mehr lustig, das Ding zu schauen. Und auch Jeremy's Next Topmodel ist ein Event und The Voice ist ein Event und es gibt auch Möglichkeiten, Serien zum Event zu machen, ganz offensichtlich, das schaffen die in den USA auch. Und wenn es den Sendern gelingt, das zu machen, dann gibt das eben ganz neue Möglichkeiten, wo eben Social TV ein wichtiger Treiber dazu ist. Ja, ich glaube, als Zwischenbilanz können wir schon mal festhalten, wir müssen in 10 Jahren widersprechen, um dann zu sehen, wie sich die Rolle der Sender verändert hat. Aber Stichwort Veränderung, wir haben jetzt darüber gesprochen und auch gestritten, aber im Hintergrund war immer Werbung als Geschäftsmodell. Wir kennen Fernsehen bis jetzt, das ist gebührenfinanziert, was auch nicht in jedem Land ist, oder wir kriegen es werbefinanziert. Bietet Social TV, ich glaube in den USA gibt es ja auch ein paar Beispiele dazu, nicht die Möglichkeit, auch noch andere Geldquellen anzuzapfen, andere Geschäftsmodelle aufzusetzen, auch in Richtung Commerce? Klar. Ja, zum Beispiel. Ja, entscheidend ist ja, wir haben die Reichweite mit dem TV
Und das ist das Schöne, wir erreichen ganz viele Menschen gleichzeitig und können das auch mit wunderbar mit GRP und so weiter abrechnen, ob denn das stimmt. Ich bin da mit den Herren da, die gesagt haben, das stimmt nicht, stimmt wahrscheinlich nicht, aber es ist halt die Währung, die heute existiert. So, interessant ist aber parallel dazu, Leads zu generieren, weil am Ende des Tages jeder, der vorne Geld in der großen Kiste investiert, der möchte am Ende des Tages in der Regel Geld verdienen, indem Produkte gekauft werden oder was weiß ich, Probefahrten oder irgendwas passiert, dass der Kunde irgendwo aktiviert wird. Und natürlich ist es interessanter, in einem Umfeld zu sein, wo nicht alle auf der Couch sind und schlafen, sondern irgendwo ein bisschen aktiv sonst schon sind. Die werden auch sonst ein bisschen aktiver sein. Und also das sehen wir bei uns. Wir haben bei uns, kann man auf TV-Spots klicken. Wir verkaufen das mit einem Red-Button, der nicht zu verwechseln ist mit dem Red-Button, den man sonst schon kennt. Und generieren da für unsere Werbetreibenden, eben was wir schon gehört haben, es wird Voucher verschickt, Probefahrten und so weiter und so fort. Und das ist sicher sehr, sehr interessant. Das ist das, was nicht nur uns gelingen kann, sondern auch anderen natürlich gelingen kann mit Social TV. Aber am Ende des Tages geht es ja das, alle möchten möglichst nah an den Kunden ran, das möchten wir als Sender, aber es möchten auch die Werbetreibenden. Könnten Sie sich auch vorstellen, dann über Analysen, die Sie haben, dass dann diese Daten auch was wert sind, als ja, Customer Relationship Unterstützung, die auch verkauft werden, nicht nur für Sie selbst? Ja, natürlich. Also wenn wir einen Spot haben und der einige 10.000 Mal geklickt wird, dann ist das mehr als jedes Telekontroll dieser Welt uns je bieten kann. Wir wissen Geschlecht, wir wissen Alter, wir wissen geografische Ausprägung und das haben wir jetzt schon. Also nicht so, dass es Zukunftsmusik ist, sondern das haben wir schon. Klar. Ja. Ich denke auch daran, also man hat es bei der Musikindustrie erlebt, den Labels geht es ja nicht so gut, weil einfach das Geschäftsmodell sich auf den Kopf gestellt hat. Eine der besten Kapitalistinnen der Welt, Madonna, hat das als erste erkannt und ist dann zu Live Nation gegangen, weil Musik wird mehr oder weniger umsonst verteilt und dann über Merchandising und Konzerte das wieder reingeholt. Wenn die Downloadzeiten was schneller werden, könnte im Filmbereich, Fernsehbereich ja dasselbe passieren. Nur können die keine Konzerte machen. Und eine Renaissance des Theaters ist sehr unwahrscheinlich. Ist dann die Frage, ist dann dafür Social TV sozusagen in Richtung E-Commerce-Plattform, CRM-Geschichte ein Ausweg, der Film- und Fernsehindustrie vor dem Schicksal der Musikindustrie bewahren könnte? Aber die Frage ist doch wieder, wer verdient daran Geld? Also so gerne ich ja möchte, dass die Fernsehsender daran Geld verdienen, aber wir hatten ja vorhin das Thema, wir haben 900.000 Likes auf Facebook, aber die Frage, wer monetarisiert denn die Facebook-User vornehmlich? Das macht ja erstmal Facebook, also die kriegen den großen Teil davon ab. Also das Problem bleibt ja, dass von der Wertschöpfung auf anderen Portalen User generiert werden und diese Portale oder diese internationalen Player doch sehr viel Geld dort rausziehen aus dem Thema. Und desto mehr wir dieses Thema pushen, desto mehr wird dort auch abwandern. Und das ist eben ein Thema, wo man sich überlegen muss, wie man damit umgeht. Und ich glaube auf der anderen Seite auch, dass Social TV gerade auch für kleinere TV-Sender wahrscheinlich sogar eine echte Chance ist. Denn die Großen sind eh schon groß, die werden immer mit den großen Content-Marken, den Live-Events punkten können. Aber gerade als kleiner Sender, glaube ich, kann man sich hier absetzen und wirklich auch mit Sachen spielen, die man vorher eben nicht konnte und da User an sich stärker ranbinden. Also ich glaube, dass auch für die Fernsehsender in der Gesamtheit eine Chance ist, aber sicherlich innerhalb der Fernsehsender Umverteilungen stattfinden werden. Aber ich glaube auch, das haben wir auch gesehen, und das hat der Mazzara auch schon bestätigt, es ist das Event, was zählt. Ich brauche ein Event, was die Leute vor den Fernseher lockt. Sei es die Erstausstrahlung von Grey's Anatomy, sei es der Super Bowl oder ähnliches. Ich glaube, Konservensender, die halt die 8., 9. Wiederholung von irgendwas zeigen, das wird irgendwann in On-Demand abwandern. Und dort ist Social TV was anderes. Da geht es um Recommendation. Ich habe das geguckt, dann gucke ich das vielleicht auch mal. Aber es hat nicht diesen Live, diesen echten Social TV Charakter, dass ich mich einchecke und das Ganze erleben kann. Also von daher glauben wir schon, es wird einen Impact haben, aber es kommt halt auf das Event. Kann ich ein Event generieren? Sie generieren Events über The Voice, weil das wollen alle gucken, das wird heute Abend ausgestrahlt. Wenn es morgen ausgestrahlt wird oder übermorgen, ist wahrscheinlich die Aktivität auf den Social-TV-Kanälen generiert null. Na, null ist, aber signifikant, nicht so wie bei The Voice, signifikant ja. Weniger. Ja, vollkommen richtig. Ja. Also ich meine, ich teile das hundertprozentig. Das ist genau also aus der Kraft dieser großen Formate, die so eine Bedeutung dann auch haben, die sind dann halt Talk of the Town. Daraus entsteht auch die Kraft, in der Social-Media-Welt auch Geschäfte zu entwickeln. Und wir bemühen uns natürlich auch selbst. Natürlich haben wir auch Fantasien dort. Also beispielsweise in Richtung aus dem Broadcasting, aus dem Push heraus, Transaktionen auszulösen.
Bislang finden Transaktionsgeschäfte halt online statt, weil Leute was suchen, was pullen oder wie das auch immer beschrieben wird. Und welche schöne Chance haben wir aus dem Fernsehen heraus, aus der Kraft der großen Reichweite, direkt Transaktionen auszulösen? Leider haben wir bisher technisch dort auch Hürden gehabt. Wir haben das quasi bei DRTV schon seit Jahren. Natürlich irgendwie gibt es eine Telefonnummer, kann man anrufen und das funktioniert ja auch, weil dann sind die Callcenter immer voll. Aber natürlich ist das irgendwie oldschool und die Frage ist, wie entwickeln wir das in ein Geschäftsmodell, wo wir auch viel größer, in viel größere Märkte eingreifen. Und da kann natürlich Social TV tatsächlich ein richtiges Thema sein. Bislang haben wir immer gesagt, ja, HBBTV könnte so etwas sein, weil dann sind wir in einer Welt ohne Medienbruch. Wir sind im Fernsehen und dann kommt die Red-Button-Funktion, wir drücken drauf und dann könnte man eine Transaktion auslösen. Das kann sein, dass das ein Thema ist. Es kann auch sein, dass auf den zukünftigen Smart-TV-Geräten irgendwelche Anwendungen als Apps quasi uns dabei unterstützen. Eine andere Möglichkeit könnte sein, quasi, dass es das Tablet ist, was man auf dem Schoß hat und dass der Medienbruch gar nicht so ein großes Thema ist, gar nicht so ein großes Problem ist, sondern dass ganz im Gegenteil ein intelligent gemachtes TV-App, das den Zuschauer quasi dann von vornherein involviert und vernetzt, dass das ein idealer Kanal ist, um Transaktionsgeschäft auszuführen. Und überlegen Sie mal, was für ein riesiger Markt sich für Fernsehen entstehen würde, wenn wir transaktionsorientiertes Business akquirieren könnten. Also das, da stimme ich Ihnen zu, das ist für kleine Sender auch interessant, das kann sogar im Longtail interessant sein, bei kleinsten Werbung dran, die nie und nimmer über klassische Werbung nachdenken würden, bis hin zu, weiß ich, Amazon Platinum-Verkäufer, bis hin zu den großen Vertreibern von Reisen, von Versicherungen, von Autoprobefahrten, die man quasi vielleicht initiieren könnte aus dem Push von Fernsehen raus. Also da steckt schon auch noch viel Fantasie auch von unserer Seite drin. Aber also, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass der Schlüssel sozusagen das große Event ist, weil das sehe ich tatsächlich genauso. Bei dem Thema TV-Commerce möchte ich nochmal einhaken, denn wir saßen genau vor einem Jahr an derselben Stelle zum Thema TV-Commerce und da ging es um HBBTV. Und ich glaube, was man gesehen hat, dass das Thema ist durch, glaube ich. Das, also, beerdigt, bevor es geboren ist. Ja, beerdigt, bevor es gestorben oder geboren ist. Geboren. Naja, so richtig groß ist es ja noch nicht. Also, ja, aber was wir sehen halt, die Chancen wurden, glaube ich, da nicht genutzt. Es haben, also ich muss gestehen, da haben die Sender so ein bisschen, habe ich das Gefühl gehabt, haben so ein bisschen verpasst, dort die Tür aufzustoßen. Und jetzt hat der... Ich glaube, was wir alle nicht gedacht haben, dass die Verbreitung der Tablets so sprunghaft ansteigt. Genau, das ist der Schlüssel. Jetzt haben die Kunden es auf dem Schoß und können ihre Credentials da eingeben. Das ist der Schlüssel. Also die Verbreitung, wir haben jetzt gerade, diese Zahlen habe ich jetzt leider nicht im Kopf, aber es lohnt sich, den Digitalisierungsbericht der Landesmedienanstalten sich anzuschauen. Den kann man auch online sich einsehen. Da steht es nämlich genau drin, wie die Verbreitung solcher Geräte ist. Wir haben schon eine relativ hohe Verbreitung von inzwischen internetfähigen Fernsehgeräten. Das ist ja auch eine der wesentlichen Treiber. Ich meine, die Leute schaffen sich permanent neue Fernsehgeräte an. Und zwar nicht, weil Fernsehen ein sterbendes Medium ist, sondern weil Fernsehen nach wie vor zentrale Bedeutung im Leben der Menschen hat. Nach wie vor steht der Fernseher im Wohnzimmer und nach wie vor sind 5,3 Sitzplätze mit Sichtfläche zum Fernseher in jedem Wohnzimmer im Durchschnitt. Also Fernsehen steht 5,3. Im Mittelpunkt des Lebens und des Wohlfühlens der Deutschen. Nach wie vor so. Und deswegen bin ich da so sicher, dass das auch in 10 Jahren noch so ist. Aber davon abgesehen, es ist schon eine relativ große Verbreitung von internetfähigen Fernsehgeräten, aber relativ viele sind überhaupt noch nicht ans Internet angeschlossen. Und selbst diejenigen, die ans Internet angeschlossen sind, dann geht sozusagen der Wasserfall immer weiter runter, sind diejenigen, die dann auch Internetanwendungen tatsächlich nutzen, also HBBTV-Anwendungen, das ist dann nochmals kleiner. Also insofern, wir haben da auch eine technische Hürde. Und offensichtlich ist quasi diese fantastische sozusagen Möglichkeit mit den Tablets, die seit 2-3 Jahren, seit dem iPad quasi diesen Markt revolutioniert, vielleicht eine einfache Möglichkeit, diese Interaktivität herzustellen. Vielleicht ist das einfacher, aber ich würde HBBTV noch nicht beerdigen, es hat ja aber nicht wirklich angefangen. Vielleicht ist es ja auch ein Zombie und es steht wieder auf. Ja. Wir sind ja alle von Apple so ein bisschen verwöhnt worden, ich habe auch zu Hause Smart TV, die User Experience ist einfach... unappelmäßig, um es mal so auszudrücken. Ein bisschen schwierig. Aber ich will noch mal was Böses sagen. Eben das Stichwort ist schon gefallen. Facebook, wenn man über Social redet, dann kommt man an Facebook nicht vorbei. Wird von Facebook eine Social TV App kommen? Und was passiert dann mit den anderen? Aufkaufen lassen. Ja, es gibt immer ein Exit-Modell. Hat mit Google angefangen, geht es auch mit Facebook. Ja, klar. Nee, aber aus meiner Sicht macht es wenig Sinn. Facebook will den Datenlayer ownen, so, ja, und das unabhängig davon, für welchen, das ist mediumsunabhängig, das geht durch alle Medienverticals durch und das macht überhaupt keinen Sinn, dass Facebook eine Social-TV-App baut. Also
Weil im Prinzip die Leute machen es ja, also sie haben zwar, es gibt diese beiden Kanäle, es gibt Facebook und Twitter ist mehr eigentlich für das Live-Event aktuell dort, aber nichtsdestotrotz hat Facebook noch für keinen Experience-Vertical ein eigenes Angebot gebaut, sondern es ging immer um die Plattform, die dann durch das ganze Web sich zieht oder um die eine Destination, egal auf welchem Endgerät, aber es gab nie ein für ein Medien-Vertical, für TV eine spezielle App. Was ist Facebook steht ja entgegen der Plattformstrategie. Das heißt, sie bleiben maßgeblicher Player des Ökosystems. Natürlich, sie sind extrem maßgeblich, aber sie werden jetzt Hintergrund, nicht. Okay. Ich befürchte nur, wenn sie da irgendwie glauben, Geld damit zu verdienen, dann machen sie es einfach. Ja, ich sage nicht, dass Facebook niemals mit Bewegtbildinhalten kein Geld hat, um Gottes Willen. Aber ich sage, ich kann mir irgendwie schwierig vorstellen, dass sie jetzt eine Facebook-Social-TV-App rausbringen. Also Ich wage zu bezweifeln, dass das Facebook Bewegtbild ausstrahlt. Aber ich glaube, die Kollegen drüben suchen händeringend nach Monetarisierungsmöglichkeiten für mobile Devices. Mhm. Ich weiß nicht, was passiert, wenn Facebook plötzlich eine Audio Recognition Engine einbaut und dann nebenbei einfach, wenn ich Facebook anhabe, mir die passende Werbung zur Werbung einspielt, die ich gerade im Fernsehen sehe. Dann läuft da BMW und dann läuft der BMW-Spot auch bei Facebook. Sie haben gerade das gesehen, wollen Sie eine Probefahrt buchen? Ja, das weiß, da sehe ich schon Gefährdungen. Das weiß Facebook aber schon. Also das hatte ich ja vorhin auch versucht darzustellen, was für Daten wir auswerten. Also wir sehen ja über den, und das ist das, was ich mit der Plattformstrategie meine, dass Anbieter wie Netflix in den USA und UK oder wir haben es auch mal kurz in Deutschland bei Zattoo auf der Webplattform gesehen, dass die sogenannte Open Graph-Schnittstelle von Facebook integriert ist und dass man Konsumdatenpunkte bekommt. Also der Nutzer, wir bekommen für Tweak bekommen wir Konsumdatenpunkte von Nutzern, die werden über die Facebook-Infrastruktur zu uns gespielt und wir können einem Nutzer anzeigen, dein Freund hat vor 3 Minuten auf der Zattoo-Desktop-Seite folgenden Inhalt geschaut. Und diese Daten haben natürlich nicht nur wir, sondern wir bekommen sie ja durch Facebook, also Facebook hat sie primär. Und dafür brauchen sie auch nicht mehr die Brückentechnologie einer Audio Recognition, weil das ist im Prinzip integrierter Bestandteil der Plattform. Also machen wir auf jeden Fall eine neue Gefahr da aus, dass Facebook zumindest vom Werbekuchen über Open Graph, Audio Recognition, was auch immer, durchaus aktiv werden kann. So, wir haben jetzt sozusagen 10 Minuten noch laut Programm zu machen. Jetzt ist auch die Frage, noch zu machen. Werbepause, nein, ich wollte jetzt das Publikum auch involvieren. Hatten wir auch vorgesehen, dass Sie auch Ihre Fragen an das Podium, an alle oder an einzelne Panelisten stellen können. Bitte um Fragen, wer dem es auf dem Herzen liegt. Ich komme dann auch rum. Da hinten. Gut. Mein Name ist Beat Schneider, ich komme auch aus der Schweiz. Ich hätte eine Frage an Geek. Ich finde es ein bisschen schade, dass man sehr stark nur auf den Broadcaster-Apps rumgeritten ist. Ich hätte etwas mehr über Ihren Ansatz wissen wollen oder verstehen wollen, weil ich denke, es gibt ganz viele lineare Broadcast-Gefäße wie politische Sendungen. Man hat es ja auch gesehen jetzt bei den Wahlsendungen in Amerika. Dort läuft ganz viel drumherum. Das wird aber nicht von den Sendern gesteuert. Und ich denke, da ist schon noch ein Potenzial vorhanden. Das hat auch Herr Fumagalli wahrscheinlich gemeint zum Teil. Ich glaube, es braucht sowohl die vertikalen wie auch die horizontalen Modelle. Können Sie ein bisschen da noch was dazu sagen? Ja. War das für mich, oder? Ja, okay. Also bei unserem Produkt explizit geht es ja um die Entdeckung von Inhalten. Ja? Also unserer Meinung nach kann die beste Second Screen Experience kann der Content Owner bieten, weil er zum einen die Ressourcen dafür hat und zum anderen auch an Informationsmaterial rankommt, an das wir als generische Second Screen Lösung niemals rankommen könnten. Deswegen bauen wir keine generische, sondern wir integrieren Second Screen Lösungen. Wir hatten zum Beispiel zum Start von Wetten, dass in den Winter hatten wir die Second Screen Lösung von Wetten, dass bei uns integriert. Und bei unserem Produkt geht es primär darum, dass wir einen personalisierten Zugang zum Fernsehen bieten. Und das beinhaltet Live-TV auf der einen Seite, aber genauso On-Demand-Inhalte oder Web-Originale. Ja? Und wir haben da eine ziemlich große Empfehlungsdatenmaschinerie im Hintergrund, was ich gerade sagte mit den Konsumdatenpunkten von Facebook. Wir bekommen für jeden Nutzer, der sich einloggt, ca. 1200 Datenpunkte
basieren und daraus analysieren wir, was für einen Geschmack er hat und was für einen Geschmack in seinem Freundeskreis vorherrscht. Und daraus bauen wir ein personalisiertes Programm. Das kann Live-Inhalte beinhalten. Wenn wir Deutschland gegen Schweden spielt, empfehlen wir ihm nicht, irgendwie Pulp Fiction zu gucken, sondern dann verweisen wir darauf. Aber wenn halt gerade in der sogenannten Glotze nichts läuft und ich einfach nur wild durchseppe, dann sagen wir, hey, probier doch mal diesen Inhalt. Der ist zum Beispiel for free hier verfügbar oder es ist auch Paid-Inhalt dahinter. Und dadurch erkennen wir relativ gut, wo die Leute hin tendieren. Wir sind aktuell in Deutschland und UK. Wir sehen halt, dass in UK die Hemmschwelle zu bezahlen für Inhalte mit Geld anstatt mit Zeit wesentlich geringer ist. Die Deutschen bezahlen lieber mit Zeit und gucken sich auch gerne 3, 4, 5 Pre-Rolls an. Das ist kein Problem, aber Geld nehmen sie nicht so gerne in die Hand. Aber da fokussieren wir uns wirklich auf die Entdeckung der Inhalte und für das Second-Screen-Angebot, wenn es sich um Live-Inhalt handelt, haben wir das Angebot für alle Content-Inhaber, ihre Second-Screen-Angebote zu verlinken. Deutschland, Schweden hatte ich schon verdrängt. Naja, das war eine Frage. Ja, guten Tag, mein Name ist Wolf Siegert und ich sage jetzt 2 Sachen, die vielleicht nicht so opportun sind. Also erstens, ich wusste bis jetzt nicht, wer Mück und Sturm ist, aber ich muss sagen, es ist eine gute Show. So. Das meine ich wirklich so. Zweiter Punkt ist, da ich mehr als 10 Jahre blogge und für meine Blog sogar eine ISSN-Nummer bekommen habe, 2005, stelle ich jetzt mal 2 ganz altertümliche Fragen und die sind ernst gemeint. Wir sprechen über Social TV, wir sprechen über Friendship. Die Wertschöpfung, die hier im Moment organisiert wird, ist super spannend und ökonomisch extrem wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass das wir hier in diesem Raum diskutieren, in ganz vielen anderen Feldern dieser München Medientage noch nicht mal begriffen wird. Das meine ich ernsthaft und das ist positiv gemeint. Aber es gibt auch einen anderen Teil davon, den ich wirklich als Frage auch meine. Diese soziale Komponente, die wir heute jetzt in diesem Rahmen hier so auch ganz klar ökonomisch und technologisch fixiert diskutiert haben, ist sehr stark gebunden an einen konkreten Revenue Stream. Wir haben aber soziale Komponente in dem Film der Animation gesehen als eine ganz andere Form, nämlich, dass die Familie auseinanderbricht, dass die Familie in diesem Haus an 5 Geständen und getrennten Punkten sitzen. Und mich hätte natürlich interessiert, wie weit diese soziale Komponente in diesem Haus, was wir dort in der Animation zusammen gesehen haben, nicht nur dazu führt, dass sich neue Peergroups neben der Familie organisieren, sondern wie sich der Familie selber, also sozusagen diese Primärverbünde, innerhalb eines solchen elektronischen Zirkels wieder neu organisieren und welche Art von Wertschöpfung das bedeutet. Also meine Frage ist nach dem sozusagen Virtual Nugget of Social Media and the Family. Danke. Also ich kann den ersten Teil kann ich vielleicht im Ansatz beantworten, ja. Was wir gemacht haben. Wir haben ein Following-Modell auf Basis des Facebook Social Graphs gebaut. Das heißt, wenn ich mich mit Facebook einlogge bei Tweak, folge ich zunächst all meinen Freunden, ja, und sehe, welche Bewegtbildinhalte sie konsumieren oder empfehlen. Die Logik dahinter ist nicht, dass wir sagen, du bist wie deine Freunde, deswegen willst du das Gleiche gucken, sondern die Logik ist einfach, du kennst die Menschen aus dem wahren Leben, deswegen ist, was sie sich anschauen, potenziell relevanter für dich als das von anderen Menschen. Aber wir haben explizit ein Following-Modell gebaut, ich kann dann für meinen persönlichen TV-Guide bestimmte Leute ausschalten, weil der Geschmack von ihnen mich nervt. Ich habe vielleicht eine sehr, sehr große Schnittstelle mit ihnen, wenn es um die Auswahl von Kleidung geht oder Restaurants. Das ist ein ganz anderer Bereich, aber in Bezug auf Film und Fernsehen hasse ich ihren Geschmack. Ich schalte sie aus und ich kann bei uns auch neue Leute entdecken. Wir nennen das den Entertainment Graph, den ich mir aufbaue. Das heißt, ich entdecke Leute, die toll kuratieren, die tolle Filme, Sendungen empfehlen und ich fange einfach an, ihnen zu folgen. Das beantwortet allerdings nur den ersten Teil, nicht den Familienteil. Das ist auch im Zusammenhang mit dem Familienteil bemerkenswert, weil das bedeutet, man kann halt Menschen sozusagen in einer schönen Batterie von einzelnen Klicks Häkchen setzen, ja, und je nachdem, wie das Profil sich gerade ergibt, dann schätze ich die oder schätze ich sie nicht. Also interessantes Bewertungssystem. Naja, ich glaube, sozialen Kompetenzen. Ja. Ja, verstehe trotz alledem. Also ich verstehe ja grundsätzlich den Ansatz, gefällt mir ja auch ganz gut. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, um jetzt noch die Frage nochmal aufzugreifen, also ich glaube, der Film hat natürlich an der Stelle ein bisschen übertrieben. Also ich bin ja tatsächlich, ich weiß, es wirkt jetzt schon fast ein bisschen wie der Vertreter des alten Europas, aber nach wie vor ist ja auch eine Funktion des Fernsehens, tatsächlich sogar soziale Gemeinschaft zu schaffen, weil Fernsehen ja in der Regel halt nicht so gesehen wird, wie da ist, dass der Papa in den Keller muss und der Sohn ins Nebenzimmer, sondern dass Fernsehen tatsächlich auch noch immer ein Ereignis ist, was gemeinsam stattfindet und auch tatsächlich
zu Hause auch gemeinsam irgendwie zelebriert wird. Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, ob dieses Bild an der Stelle wirklich stimmt. Ob dort neue Geschäftsmodelle entstehen, wenn sein Geschäftsmodell trägt, dann ja, dann offensichtlich ist dort Geschäft zu machen. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nicht so recht verstanden, was eigentlich die Voraussetzungen sind, dass er wirklich richtig Geld verdienen kann. Und ich befürchte, das wird sehr viel damit zu tun haben, dass er richtig eine große kritische Masse damit auch bedienen kann. Und wenn ich mir den Wettbewerb aller dieser vielen tollen Ideen anschaue, der sehr, sehr kleinteilig derzeit sich darstellt und wo ich annehme, dass der sogar im Zweifel eher noch kleinteiliger wird, weil immer mehr gute Ideen irgendwo zu einer kleinteiligen Sache führen, frage ich mich, ob diese Fragmentierung überhaupt dazu führt, dass sie jemals ein Geschäftsmodell finden, was auf einer kritischen Masse aufsetzen kann, das für sie auch wirklich positive Zahlen produziert, also ernsthafte positive Zahlen. Also ich muss sagen, bei mir zu Hause, mein Sohn sitzt neben mir, das ist richtig, meine Frau auch, meine Frau sitzt auf dem Laptop, ich gucke Fernsehen und mein Sohn hat Kopfhörer auf und sitzt auf dem iPad und spielt was. Also wir sitzen zwar da auf der Couch, aber soziales Erlebnis, gemeinsam vom Fernsehen, also bei mir findet es nicht mehr statt. Also alle wollen mich, glaube ich, hier nur erschrecken. Aber vielleicht eine Frage was ich vielleicht ganz spannend finde, und ich habe da keine Antwort drauf, aber wenn man sich überlegt, wie heutzutage Fernsehwerbung von Werbetreibenden gesehen wird, dann man versucht mal, einen Haushalt zu targeten. Das ist ja im Endeffekt das. Man weiß ja nicht, wie viele Leute davor sitzen. Mit Social TV, glaube ich, kann man sich mal Gedanken darüber machen, ob man nicht den Haushalt als Gemeinschaft betrachtet, sondern derjenige, der sich seinen eigenen für diese Fernsehshow Haushalt selbst zusammensammelt und sagt, und diese Gemeinschaft targete ich mal mit Werbung und nicht den Haushalt, weil der Haushalt mag eben, sie sitzen eben nicht mehr alle fünf davor und gucken das Gleiche, sondern sie bilden sich selber soziale Gruppen zusammen, die dann ein gemeinsames, dezentrales Erlebnis haben, und eigentlich muss ich als Werbetreibender da auch hinterher und muss dann diese Daten auch irgendwie nutzen und sagen, vielleicht fange ich dann auch an, den Haushalt zu splitten in der Art und Weise, wie ich ihn adressiere, mit welchen Produkten. Ja, ich möchte noch vielleicht ergänzend, wir haben sehr viele Choice-Pärchen, die sich virtuell gefunden haben beim Fernsehschauen. Und die melden sich bei uns. Kein Witz. Achim, einen Teil der Frage möchte ich auch noch beantworten, nämlich den allerersten. Mücke Sturm & Company ist eine Managementberatung hier aus München. Wir befassen uns sehr stark mit dem Thema New TV, mit dem ganzen Kompetenzcenter, und ich kann dafür die Hand ins Feuer legen, dass wir TV atmen, leben und dafür brennen. Wir haben alle Services, wir probieren die Services aus, ich privat nutze Netflix, Vudu und alles Mögliche, um wirklich zu erleben, was es heißt, dieses Medium zu nutzen. Aber deine Frau ist ja noch analog kennengelernt. Aber hier eine kurze Frage, die vielleicht es schafft, eine Verbindung herzustellen. Sebastian Becker, The Brain Behind. Ich stimme zu, dass es zum Beispiel in Berlin eine aberwitzige Konzentration von Social-TV-Startups gibt oder gab, und die deutsche VC-Branche ist ja bekennendermaßen nicht so tief, ja, wie jetzt die West Coast. Ich stelle aber fest, dass die Innovation, die geschaffen wird, ja durchaus, sag mal, tiefer in Social-Media-Gefüge eingreift, wie es Pro7Sat1 oder RTL oder andere im Moment im deutschen Markt in der Lage sind, auf die Straße zu bringen. Ihr habt zwar eine Connect-App draußen, aber die CRM-Ownership intern und das Big Data Play, das wird ja noch nicht wirklich perfekt gespielt. Und Media for Equity ist ja auch ein Programm, das schon Staub angesetzt hat. Warum holt ihr euch nicht die jungen wilden Teams mal ins Haus und versucht, diesen deutschen Markt, der eigentlich groß genug ist für organische Wachstumsplays, eben auch mal zum eigenen Nutzen nach vorne zu bringen? Also bei Seabox ist es ja ähnlich. Ich meine, der Anthony ist ein toller Typ, der versteht halt auch den Medienmarkt sehr, sehr, sehr gut. Und wenn man so einen Deal einfädelt mit Sky quasi zum Launch, spricht das ja nur für ihn, aber die haben halt ein multiples Geschäftsmodell. Ich glaube, da sind auch die deutschen Sender noch relativ weit weg davon, das überhaupt verarbeiten zu können, was er eigentlich anbieten kann. Und das dürfte ja auch für einige Berliner Startups gelten. Also ich denke, nichts ist ausgeschlossen. Es gibt da keine prinzipiellen Verbote oder Gedanken, die nicht gemacht werden können. Also ich meine, wir fangen auch erst an. Natürlich, wir haben das jetzt seit einem Jahr, läuft The Voice, das ist jetzt die zweite Staffel. Mit The Voice ist unsere App in den Markt gekommen und es ist auch noch in der Entwicklung. Das ist heute viel reifer, als es vor einem Jahr war. Das ist schon viel näher an dem, was wir auch in dem Film heute gesehen haben, was in den USA auch sozusagen selbstverständlicher Standard ist. Und wir machen das selbst. Natürlich auch machen wir es selbst, weil ja etwas Vergleichbares bislang für uns auch noch gar nicht erkennbar war, weil wir aber auch selbst die Kompetenz haben, sowas zu machen. Warum sollen wir es dann nicht selbst machen? Und weil wir natürlich auch die Geschäftsmodelle erstmal selbst testen wollen. Aber es schließt überhaupt gar nicht aus, dass es auch Ideen geben kann, die wir mit Partnern machen. Und das können natürlich große oder auch kleine Partner sein. Also ich würde da sagen, da ist gar nichts ausgeschlossen. Und es gibt da keine Prinzipien in irgendeiner Form.
Nur vielleicht kurz zu der Frage gerade. Ich glaube, die ging ein bisschen in die andere Richtung. Sie haben gerade gesagt, dass wir große Medienunternehmen haben und da gehört ProSieben Sat.1 definitiv dazu, RTL auch. Wenn man die letzten zwei Tage sich so ein bisschen Revue passieren lässt, dann ist eigentlich der Tenor total Angst. Ich habe Angst vor großen amerikanischen Unternehmen, ich habe Angst vor den großen Riesen mit den 5 Buchstaben oder 6 Buchstaben, ich komme jetzt nicht gerade drauf. Aber trotzdem ist doch, ich sag mal, die Kapitalmacht da, auch mal ein bisschen aktiver zu werden und dass die Frage gerade genau dahin zielte, ein bisschen, sag ich mal, von diesem Kapital einzusetzen und vielleicht nicht in Angst zu verharren, sondern Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Und das, glaube ich, ist eher der Punkt gewesen. Das ist es. Also ich glaube, der Herr Seehofer ist gestern nach Hause gegangen und hat gesagt, was soll ich jetzt alles machen Montag? Ich weiß nicht, ob alle da waren. Aber es ging nur daran, an die Politik ranzugehen und sagen, das muss noch gelöst werden, das muss noch gelöst werden. Nimmt mal Geld in die Hand und investiert und findet Lösungen. Die anderen machen es schon längst. Also wir haben einen Vorstandsbereich, der heißt Digital and Adjacent. Da werden auch Ventures-Geschäfte abgewickelt, aber da werden auch Ideen kreiert. Und in diesem Bereich fällt das in diesem Fall. Ich bin überhaupt nicht kompetent, jetzt das wirklich präzise zu beantworten, aber in diesem Bereich fällt das. Und es ist, ja nicht vollkommen ausgeschlossen, dass dort auch Geschäfte vorangetrieben werden mit Partnern. Also ich meine gesehen zu haben, hier war noch eine Frage, oder? Hat sich erledigt. Vielleicht noch eins, nur weil das vorhin, das Fernsehforschungspanel ist kein Haushaltspanel, das ist ein Personenpanel, weil das vorhin rechts hier, aus meiner Sicht von Ihnen links, also wir wissen schon präzise, wer was wann guckt und das wissen wir so in Deutschland so genau wie eigentlich nirgends sonst wo auf der Welt. Also entschuldige, aber das würde ich gerne noch mal gerne reinwerfen, okay. Also weil das so klingt, als würden wir nicht wirklich wissen, wer eigentlich Fernseh guckt. Gut. Wenn schon mal der Vermarkter da ist. Die Nutzung steigt natürlich, aber inwieweit ist das eine Lebenslüge? Weil ich beobachte mich selber. Ich schaue zwar 2 Stunden fern, ich bin jetzt kein Panelhaushalt, aber 118 Minuten davon. Sie sind ein Panelhaushalt? Nein, bin ich nicht. Ich brauche Ihre Visitenkarte. Bin schon verkauft. Nee, Spaß. Also von 120 Minuten Fernsehkonsum bin ich heute 118 Minuten am Laptop oder am Smartphone oder sonst wo. Die Glotze mag ja laufen, aber die Nutzung und der Klick findet ja eigentlich ehrlicherweise woanders statt. Das stimmt zweifellos. Das stimmt zweifellos. Das untersuchen wir ja auch. Genau in dieser Studie, die wir, wie gesagt, wenn das wirklich tiefer interessiert, haben wir genau diese Parallelnutzungsfragestellung auch beantwortet. Wir beobachten das auch in der Werbewirkungsforschung. Also Parallelnutzung ist übrigens sequenziell. Also das ist nicht so, dass man entweder oder, sondern es passiert sozusagen mit permanent wechselnden Zuwendungen. Es ist tatsächlich so, dass das große Bildschirm das dominiert. Also zumindest das, was unsere Marktforschung sagt. Und die legen wir schon so an, dass er auch objektiv ist. Aber es ist natürlich schon so. Es kommt zu anderen Aufmerksamkeiten als in der Vergangenheit. Das Schöne an der Fernsehwerbung ist ja, und das ist auch mehr so, wenn die IP mit dem Evolvement argumentiert, das Schöne an dem Fernsehen ist ja, dass Fernsehwerbung halt auch wirkt, wenn man sich nicht mit 100%iger Aufmerksamkeit hinwendet, sondern dass quasi aus dem ganzen Literacy, aus dem, was man an Jingles, was man hört und sieht, auch Wirkung entsteht, ohne dass man 100% aufmerksam ist. Das ist ja gerade die Kraft von TV. Daher rührt ja die Kraft her, dass Fernsehen halt ein audiovisuelles Medium ist mit Audio und visuellen Aspekten und der Kombination von beiden und dass das auch wirkt, wenn man gar nicht mal so hingeht. Also Werbewirkung, ich meine, wir haben jetzt eine ganz tolle Studie dazu gemacht, ich weiß nicht, ob Sie davon gelesen und gehört haben. Wir haben wirklich etwas geschaffen, wo wir tatsächlich sehr genau und sehr präzise die Kurz- und Langfristeffekte jetzt von schnell drehenden Konsumgüterindustrie allerdings sehr, sehr genau verfolgen können, das klar abbilden. Und Fernsehen ist das wirkungsstärkste Medium und nicht, weil wir das uns so wünschen oder postulieren, sondern wir können das jetzt auch ein Stück weit nachweisen. Und das ruht einfach darauf, dass halt neben der großen Reichweite, die Fernsehen bietet, halt die hohe, ich würde es immer nennen, hohe Suggestivkraft. Also es wird häufig gesagt, die Emotionalität des Spots, aber es meint ja eigentlich, dass man halt Dinge darstellen kann, dass man Verwendungsanlässe zeigen, dass man den Menschen emotional einfangen kann, involvieren kann. Und diese Kombination hoher Reichweiten mit dieser Suggestivkraft des Fernsehens, das macht es so stark. Und das funktioniert halt auch, also gut, wenn die Kopfhörer auf sind, dann bin ich mir nicht so sicher, aber es funktioniert halt auch, wenn man nicht 100%ig hinwendet. Das macht es so stark. Es gibt ja auch unterschiedliche, nachweislich unterschiedliche Ausprägungen von Second-Screen-Nutzung. Das ist der Unterschied zwischen, ich schaue mir irgendeinen Film an und will jetzt noch ein bisschen eine Information zu dem Schauspieler haben und gehe auf Wikipedia und schaue danach, oder ob ich mir irgendwas anschaue und der Content-Anbieter oder Fernsehsender animiert mich aktiv dazu, mich noch mehr mit dem Content zu beschäftigen, weil irgendeine Frage über den Bildschirm flimmert oder über die Social-TV-App
Oder bei uns ist dann sowas wie platzt der Reifen oder schafft er die Flussüberquerung mit in dieser Survival-Show. Also gibt es ja unterschiedliche Ausprägungen. Ja. Das eine zieht dich noch mehr rein und das andere tatsächlich kann ein bisschen ablenkend sein. Aber wie der Modenbach sagt, TV ist doch ein extrem starkes Medium. Also ich wollte noch eine Sache sagen zur TV-Messung. Also ich glaube, da werden wir in den nächsten auch 10 Jahren riesengroße Sprünge sehen, denn da sehe ich eigentlich den größten Erfolg mit Connected TVs. Unabhängig davon, ob die genutzt werden oder nicht. In Deutschland sind inzwischen 65% aller neu verkauften Connected TVs werden auch connected. Und rein technisch kann ich damit eigentlich auch messen, was die genau machen. Das heißt, ich habe eine viel größere Datenbasis, die auch viel genauer ist. Und ich erwarte, dass das eigentlich in den nächsten Jahren man sich von der jetzigen Messung löst und eigentlich auf eine viel genauere und viel größere Datenbasis geht, die auch wirklich 1:1 von den Geräten herkommt. Und das wird vor allen Dingen, und deswegen hoffe ich, dass es die kleineren Fernsehwender pushen, weil das gibt nämlich gerade denen, die sonst in der Messung rausfallen, weil sie zu klein sind, um in dieser 5000 oder was es auch immer ist, Stichprobe gemessen zu werden. Es gibt praktisch Daten für die gesamte Nutzung, sowohl der digitalen Nutzung auf diesen Endgeräten, als auch der linearen Nutzung, und zwar in der Gesamtheit und zwar mit der gleichen Basis. Und ich glaube, das wird für Werbetreibende einen großen Schritt nach vorne bringen, um zu sagen, jetzt weiß ich wirklich mal, ich sehe nicht nur ein eingeschränktes Bild, sondern ich sehe das gesamte Bild, was auf diesem Fernsehgeschirm passiert und genutzt wird. Darf ich ganz kurz noch mal eine Breche für die Fernsehforschung schlagen? Das Problem ist an der Stelle, das ist alles richtig, was Sie sagen, da entstehen natürlich Nutzungsdaten, man kann sehen, was auf diesem Bildschirm läuft, aber was Sie nicht haben, leider nicht haben werden, ist, wer vor dem Fernseher sitzt. Aber das allein, digital mit AGOF ja auch schon längst, dass wir drei verschiedene Daten zusammenmergen. Wenn ich da zwischengrätschen darf, das ist eine interessante Frage, aber ich glaube, da kommen wir von unserem Kernthema Social was weg. Vielleicht auch ein eigenes Panel werden. Kann das in 30 Sekunden erklären, das ist das Gute an der Geschichte. Kann auch umbuchen. Gut, aber wir sind jetzt auch, vielleicht hat jemand denn dann, weil schon ich sehe, dass Leute ja auch, weil sie vielleicht Anschlusstermine haben oder weg müssen, ein paar Stunden das dann den Saal verlassen, würde ich eben noch irgendwie die Gelegenheit geben, wenn was Wichtiges, was jetzt noch zu sagen ist, dass Sie die Gelegenheit nutzen zum Abschlussstatement oder es eben auch lassen. Liegt Ihnen noch was auf dem Herzen? Ja, ich sage auf jeden Fall noch was. Sehr gut. Was ich nämlich vorher nicht mehr sagen konnte in den 90 Sekunden, also tweet.tv, es ist auf dem iPhone und iPad verfügbar, es ist kostenlos. Bitte probieren Sie es aus und schicken Sie uns Feedback. Das ist sehr wertvoll für uns.